Fällt gerade auf, wie gerne ich den Vater jetzt selber anschauen würde, aber das ist blöd, wenn ich hier sitzen bleibe. Also ich habe die Musik absichtlich ausgewählt, um euch wirklich mal so runterzubringen, ein bisschen zu chillen, auf Neudeutsch sozusagen. Und ich möchte euch mitnehmen in eine Welt, die mich schon mein ganzes Leben lang eigentlich beschäftigt. Und ich möchte mit euch heute Abend einfach ein paar Fragen klären. Ich bin sozusagen der Reporter. Ich bin Journalist, der versucht, ein Thema aufzuarbeiten, und ich möchte mit euch ein paar Fragen heute beantworten oder vielmehr versuchen zu ergründen. Und das eine ist, war die Mondlandung wirklich echt? Dann, wer könnte sie denn eigentlich gefälscht haben, wenn das Ganze so wäre? Und die wichtigste Frage auch, welchen Grund gäbe es eigentlich, die zu fälschen? Und dann habe ich noch eine Frage aufgeworfen, und zwar, wenn ihr mal in der Diskussion seid, Mondlandung pro oder contra, dann stellt einfach mal die Frage, welcher berühmte Schauspieler hat Neil Armstrong gespielt? Das werden wir im Laufe des Tages auch klären. Und es war damals so, dass die Welt wirklich in einem totalen Freudentaumel war, als quasi Neil Armstrong oben auf dem Mond ausgestiegen ist und die ganze Welt live zugeschaut hat am 21. Juli 1969. Also bei den Amerikanern war es noch der 20. Juli, bei uns war es schon der 21. Und 3.45 Uhr in der Früh, irgendwie sowas. Die Welt war, alle Menschen waren vereint, juhu, das größte Ereignis in der Geschichte der Menschheit. Wir sind quasi auf dem nächsten Planeten gelandet, so der Schritt in die Zukunft hat begonnen. War ein großer Moment für uns alle damals. Und ich habe mir dann mal die Frage gestellt, so, jeder kennt ja von euch seinen eigenen Geburtstag. Also ich bin geboren am 17. März 1970, den hat von euch jeder parat. Aber wenn ihr mal 9 Monate zurückgeht, rein biologisch, weiß nicht, ob das mal jemand von euch gemacht hat, in dem Moment seiner eigenen Zeugung zu ergründen, ja, dann komme ich auf ein Datum, und das ist der 17. Juni 1969, rein biologisch gesehen. Und Apollo ist gestartet, Apollo 11, am 16. Juli 1969 und ist am 20. Juli gelandet, und die Rückreise war dann die 3 Tage, und am 24. Juli ist Apollo 11 wieder gelandet. Und ich habe bei Wikipedia nachgeschaut, bei einem Fötus fängt das Herz zu schlagen an, ungefähr nach 6 Wochen, das heißt also mein allererster Herzschlag, das war der 29. Juli 1969. Das heißt also, ich bin genau in diese Zeit geplumpst, sozusagen. Also wenn es ein Thema in meinem Leben gibt, dann war das eigentlich schon von dem Moment vorgegeben. Und ich habe zu Hause eine Erinnerung an eins meiner allerersten Kinderbücher, das ich in der Hand hatte. Das war ein Bildatlas, den mein Vater damals quasi irgendwo aufgetrieben hatte. Der wurde restauriert von einem Arbeitskollege von ihm. Und das ist mein allererstes Kinderbuch. Mit diesen Bildern bin ich quasi aufgewachsen, und ich kann mich erinnern, dass ich noch geguckt habe, was hat denn dieser Astronaut da, was ist denn das? Und diese, ich konnte das ja nicht verstehen, aber das waren meine allerersten Kindheitserinnerungen, überhaupt diese Apollo-Mondlandungsbilder. Und vor allem, es gab noch etwas zu Hause, mein Vater war einfacher Fabrikarbeiter, aber er hat es irgendwie geschafft, irgendwann mal Silbermünzen nach Hause zu bringen, und das war der größte Schatz, den es bei uns zu Hause gab. Also wir hatten wirklich diese Silbermünzen, die waren in so einem extra Einband, da durften wir nicht hin als Kinder, die wurden alle halbe Jahr mal rausgeholt und geputzt, und ich wusste, boah, das ist ein ganz großer Schatz, die Apollo-Münzen, boah, riesig. Also es gibt eigentlich kein Thema in meinem Leben, das so groß ist, das ist eigentlich das Thema in meinem Leben. Ja? Und das wollte ich unbedingt vorneweg schicken, damit ihr versteht, warum ich dieses Thema so
so groß in meinem Kopf habe. Und ich habe dann einmal die Situation gehabt, ich war für ganz kurze Zeit in Washington D.C. Wir waren auf dem Rückflug von Goose Bay, vom Tiefflugtraining mit der Bundeswehr damals. Und es hieß, ja, schlechte Nachrichten, wir müssen über Washington fliegen und auch noch einen ganzen Tag da hängen bleiben. Und ich so, wo ist jetzt die schlechte Nachricht? Und wir hatten ein paar Stunden Zeit und ich bin sofort ins National Air and Space Museum gerannt und habe mir die Apollo-Kapsel angeschaut. Das war für mich das größte Ereignis, was es jemals gab. Ich habe mir das angeschaut und meine persönliche Hatsch, also mein Mekka, das war die Apollo 11 Kapsel. Ich bin da um diese Kapsel herumgereist 7 Mal und habe meine eigene Wallfahrt sozusagen im Kopf beendet. Und das waren die ganz großen Helden meiner Kindheit und mein ganzes Leben und so weiter. Und das war damals eben Kennedy, der den Anstoß gegeben hat für ein unglaublich großes Raumfahrtprogramm. Mit der berühmten Rede, die er gehalten hat. Wir gehen bis zum Ende des Jahrzehnts zum Mond. Nicht, weil es einfach ist, sondern weil es schwierig ist. Das hat er mit auf den Weg gebracht. Und dann hat er einen findigen Ingenieur gefunden, einen Deutschen namens Wernher von Braun, der eigentlich schon immer zum Mond fliegen wollte, aber aus Versehen halt London getroffen hat in der Zwischenzeit. Ja. Und Wernher von Braun hat damals eben Kennedy gebrieft und hat ihm gesagt, was er gebaut hat. Und es war also der große Konjunkturmotor. Das ging richtig voran. Olli hat mir gesagt, ich habe nur 1,5 Stunden statt 2 und jetzt muss ich ein bisschen. Also wem ist es schlimm, wer hat kein Problem damit, wenn es länger dauert? Kein Problem, wenn es länger dauert. Olli, es tut mir leid. Das war quasi das, was der Herr von Braun dem Kennedy dahingestellt hat. Und die Saturn-V-Rakete, das war somit das größte Teil, was es je gab. Also es ist eine der größten Maschinen, die der Mensch je gemacht hat. 2000 Tonnen, 2 Millionen PS. Und wir wollen uns mit der Technik im Einzelnen beschäftigen, und zwar die Technik der Mondlandefähren. Und die Mondlandefähre, die bestand eben aus 3 einzelnen Teilen. Das eine ist in der Mitte die Kommandokapsel. Und links das Landegefährt und rechts ist dann noch das Servicemodul, mit dem die Kommandokapsel eben verbunden war. Und die ganze Mondmission lief folgendermaßen ab. Ich habe da eine Animation gefunden, um das euch mal zu zeigen, was die offizielle Erklärung eigentlich ist. Und zwar ist diese Saturn-V-Rakete wirklich ein Monster gewesen, ein Riesenteil. Die hatte also insgesamt eine Höhe von 110 Metern mit 2000 Tonnen. Unglaublich riesig und bestand, also hier im Vergleich ein Mensch dazu, ja, sieht man mal, was das für ein Gerät ist, oder ein Flugzeug, also wirklich gigantisch. Es waren insgesamt 3 Stufen, 3 Zündungsstufen, 3 Raketenstufen und diese Rakete wurde dann unter infernalischem Lärm gezündet. Das habt ihr ja gerade gesehen im Intro, diese ikonischen Bilder der Apollo-Rakete, die so davonfliegt. Und in dem Moment hat also dieses Triebwerk in der Sekunde 12 Tonnen Sprit verblasen. Solche Triebwerke waren das. Es ging dann hoch. Die erste Stufe wurde dann irgendwann abgeworfen, quasi auf den ersten Orbit hinaus hat sich die Rakete vorangemacht. Nach dem Stufenprinzip, Ballast, den man nicht mehr braucht, schmeißt man einfach runter. In ungefähr 67 Kilometer Höhe war die erste Stufe ausgebrannt. Dann wurde quasi separiert, abgesprengt, es ist in den Atlantik gefallen. Die zweite Stufe kam dann, die Zündung, um weiter voranzufliegen. Hat weiter beschleunigt. In der Zwischenzeit ist so das Rettungssystem oben abgesprengt worden. Und dann auf dem Weg in den ersten Orbit hat dann die zweite Stufe bei ungefähr 175 Kilometer den Schub eingestellt, also abgeschaltet. Und die letzte Stufe, die Stufe 3, hat dann die Apollo-Kapsel, das Raumfahrzeug, in eine Erdumlaufbahn geschwenkt auf ungefähr 190 Kilometer. Und da hat man erstmal einen Systemcheck durchgeführt. Man flog einmal quasi um die Erde herum, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist, ob der Start auch funktioniert hat. Und dann hat diese dritte Stufe nochmal gezündet und hat dann quasi aus dem Erdorbit heraus die Reise angetreten Richtung Lunarorbit. Translunar Injection heißt es. Also auf dem Weg Richtung Mond. Und dann haben sie sich erstmal 3 Tage auf den Weg gemacht, auf diese große Reise damals. Das erste Mal, dass der Mensch die Erde verlassen hat. Und hier oben in der letzten Stufe, da war quasi also nicht nur der Treibstoff drin, sondern da war auch das ganze Mondfahrzeug mit drin. Das wurde dann auf dem Weg dahin separiert. Die Kapsel vorne, die Kommandokapsel, hat gedreht, ist zurückgeflogen und hat dann an das Lunar-Modul, an das LEM, LM oder LEM auch, hat es angedockt, nach hinten weg und ist dann quasi in dieser Formation, hat sie sich auf den Weg gemacht. Und auf dem Weg dahin
hat sich diese Kapsel ganz leicht gedreht, um zu verhindern, dass quasi eine Seite mehr erwärmt wird wie die andere. Und deswegen hat das Ganze auch The Barbecue Roll geheißen. Also dass das quasi Passive Thermal Control heißt, also dass keine Seite sich zu sehr aufhitzt, weil da ist es ja auf der Sonnenseite sehr, sehr heiß und auf der Schattenseite sehr, sehr kalt. Ja, und dann ist irgendwann dieses Gefährt oben am Mond angekommen, nach einer langen Reise, 480.000 Kilometer. Und dann sind zwei umgestiegen von den drei Astronauten, die sind dann in das Mondlandefahrzeug gestiegen. Die beiden Fahrzeuge haben sich separiert und sind dann quasi nach dem Abbremsen in den Mondorbit, also hier ist gerade die Verzögerung, damit das Raumschiff abbremst und quasi dann die nötige Geschwindigkeit hat, haben sich diese Fahrzeuge getrennt und haben sich dann auf den Weg zum Mond gemacht und während das Kommandomodul weiterhin um den Mond herumgekreist ist. Hier sieht man jetzt die Separierung. Und zwei der Astronauten waren in dem Moment eben in das Lunar-Modul umgestiegen. Ich habe mich oft gefragt, was der Einzelne da gedacht hat. Ne? So, Mist, jetzt bin ich so weit oben und doch nicht da. Also das, Michael Collins war da drin gesessen. Und dann haben sich die beiden Fahrzeuge eben getrennt und der Abstieg, der Translunar Descent, oder ich weiß nicht, wie es genau heißt, ist auch egal, hat dann im Endeffekt begonnen. Und dann hat dieses Raketentriebwerk der Abstiegsstufe weiter verzögert, also sprich gezündet, und der Rückstoß hat dafür gesorgt, dass das Raumfahrzeug weiter abgebremst worden ist, bis es dann eben auf eine gewisse Höhe kam, hat sich mehr oder weniger gekippt. Power Descent Initiation, also sprich, jetzt wurde dann quasi von Querflug auf Senkrechtflug umgeschaltet. Man hat den richtigen Moment, oder vielmehr den Landepunkt anvisiert, geguckt, wo geht es da eigentlich hin. Manuell gesteuert das Ganze auf diesem Abgasstrahl drauf. Und das war dann die kritischste Phase, ging auch der Treibstoff schon fast aus. Also es hieß, die hatten noch 30 Sekunden Treibstoff, bevor sie es abgestellt hatten. Und dann kamen sie runter. Und das ist so mehr oder weniger der offizielle Ablauf, der in allen Geschichtsbüchern steht, in allen Museen so steht, in allen Dokumentationen so steht. Zeit, um ein paar historische Worte zu machen, Steine zu sammeln, Golf zu spielen und so weiter und so fort. Das war quasi also. Und die Aufstiegsstufe war dann quasi, der Rückflug war dann, die Landestufe wurde dagelassen, als Ballast abgeworfen und der obere Teil, die Aufstiegsstufe hier, die ist quasi hier dann alleine zurückgeflogen mit den beiden Raumfahrern und die haben sich oben mit dem Kommandomodul wieder vereinigt und sind dann zurückgeflogen. Und dann waren die Astronauten zurück nach 3 Wochen Quarantäne und die ganze Welt konnte es kaum erwarten und Neil Armstrong hat gesprochen. It was our pleasure to have participated in one great adventure. Wir konnten an einem großen Abenteuer teilnehmen. It's an adventure that took place not just in the month of July, sondern das ging auch im letzten Jahrzehnt. One that took place in the last decade. Und das Feuer und die Begeisterung und die Emotion und der endlich überlebt zu haben, das ganze Abenteuer, das steht ihm quasi ins Gesicht geschrieben. Ja. Und dann kamen irgendwann Leute drauf, dass das ja totaler Quatsch ist und irgendwelche Spinner und Verschwörungstheoretiker haben dann angefangen, das ist alles Fälschung und so weiter und mittlerweile ist das Gott sei Dank alles widerlegt. Also dann gab es dann eben so Fragen so, ja warum sieht man denn dann keine Sterne auf diesen Mondfotos? Und das ist ganz einfach, weil durch die Blende, das ist sehr hell da oben, man musste die Blende des Fotos so weit zumachen, dass quasi keine Überstrahlung, keine Überbelichtung stattfindet und die Lichtintensität der Sterne ist einfach so gering, dass man das einfach nicht sehen kann. Das ist eine total simple Erklärung. Und auch warum der Astronaut hier im Schatten eigentlich zu sehen ist bei einer Gegenlichtaufnahme, ist auch total simpel, weil die Rückstrahlfähigkeit des Mondes so stark ist, dass das quasi wie ein eigener Scheinwerfer gewirkt hat. Und dann gibt es auch dieses Kuriosum mit der Flagge, warum die Flagge denn da so ausschaut, wie wenn der Wind weht. Auch das ist total einfach zu erklären, weil da ist ja keine Atmosphäre auf dem Mond und deswegen ist quasi die Pendeldauer von so einer Flagge viel, viel größer wie auf der Erde und deswegen sieht es so aus, wie wenn da quasi der Mond das macht. Und außerdem der beste Beweis dafür, dass die oben waren, sind ja auch das Mondgestein. Die haben da 200 Kilo Mondgestein mitgebracht, also wer soll daran noch zweifeln? Und dann sagen Leute, ja, es müsste ja Spuren geben da oben auf dem Mond. Ja, die gibt es ja auch und man sieht die. Da gibt es verschiedene Aufnahmen, dass man also wirklich sieht, hier zum Beispiel ist die Intrepid Descent Stage, das ist von einer der Landefähren, hier sind sie gelandet und da sind noch ein paar Geräte und hier steht sogar noch die Surveyor 3, das ist eine Raumsonde, die vorher schon mal gelandet ist und die sind daneben dran gewesen.
alles total simpel zu erklären, die Beweise sind da. Und die Frage, warum es von dem Triebwerk keine Spuren gibt unter der, unter der Oberfläche, ist das Simpelste zu erklären. Weil dadurch, dass es da keine Atmosphäre gibt, fächert der Triebwerkstrahl aus und die sind auch nicht mit vollem Schub gelandet und haben vorher schon abgeschaltet, sind quasi den letzten Moment runter gesegelt, so sozusagen. Das ist alles erledigt. Mythbusters, Galileo, ZDF Info, Dokumentation, Arte, Discovery, alle haben es erklärt und es gibt tatsächlich so Spinner, die das anders behaupten. Und 2002 im September stand hier einer von diesen Spinnern, das war der Gernot Geisel. Ich muss aber hinterher feststellen, das ist gar kein Spinner. Ich habe sein Buch gelesen und seitdem ist meine Welt eine andere. Seit 2002. Genau, sag's. Und seitdem gibt es immer wieder Menschen, die sagen, dass es gar nicht sein kann, dass Menschen da oben waren, dass das quasi alles gefaked ist und das alles in einem großen Tonstudio oder Studio gegangen ist. Von Anfang an gab es diese Zweifel. Zum Beispiel schon 1971, da gab es einen Film namens Diamonds Are Forever und James Bond rennt auf der Verfolgung oder auf der Flucht vor irgendwelchen Gangstern plötzlich in eine Halle, in eine Mondkulisse rein, wo Schauspieler das nachstellen. Und er schnappt sich dann so ein Teil und fährt aberwitzig aus der Halle raus. 1971. Und dann kam 1977 ein Film in die Kinos, Capricorn One. Da ging es darum, dass also Astronauten zum Mars geflogen sind. What the hell is this? This is an emergency. Please follow me now. Die Astronauten werden kurz vor Start aus der Kapsel rausgeholt, wissen gar nicht, was los ist. Das Ding startet und während des Films merken die Astronauten plötzlich, dass das alles eine Inszenierung war, sie Teile einer Inszenierung sind und sie quasi jetzt gezwungen werden, als Schauspieler auf einer Bühne zu agieren und müssen dafür sorgen, dass das die Menschheit glaubt, dass sie jetzt nicht auf dem Mars sind. Und dann, also der Film geht in die Richtung, dass sie erkennen, oh, wir sind Mitwisser, man möchte uns wahrscheinlich loswerden und dann fliehen die. Es ist ein Film, der wirklich gut umgesetzt worden ist und also auch 1977 gab es schon in Hollywood einen Film, der das Thema kritisch aufgeschnappt hat. 77. There's only one small catch. It never happened. It's all a lie. A fantastic $30 billion hoax. Something's wrong and I don't know what it is. Dig deep enough, you might uncover the truth. Graben Sie tief und Sie finden vielleicht die Wahrheit. Ja, und das war dann so, eins der Argumente ist natürlich dann, oh, das kann doch gar nicht sein, weil wenn das wirklich nicht stimmt, dann wären ja die Russen die Ersten gewesen, die das Thema aufgegriffen hätten. Da hätten ja die Russen sofort gesagt, nee, ihr wart da nicht oben, weil wir wollen ja die Ersten sein auch. Stimmt aber auch nicht ganz, oder man muss es von der anderen Seite sehen. Was wäre, wenn die russische Raumfahrt auch ein paar Leichen im Keller liegen hätte? Da gibt es sehr gute Hinweise drüber. Und zwar in Italien gab es in den 60er Jahren zwei Funkamateure. Die haben mit riesigen Anlagen, die damals hatten, haben die den Sputnik, der am 4. Oktober 57, also vor 60 Jahren genau, gestartet ist. Da haben die dieses Piep, 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 haben die aufgeschnappt. Und die beiden Herrschaften, das waren leidenschaftliche Funkamateure, Giovanni Battista und Dr. Achille Giudice Cordiglia, die haben auf ihrer Station Torre Bert damals Funksignale abgefangen. Und was da für Funksignale runterkamen, das wurde auch damals schon in den Medien thematisiert. Also es gab diverse Bildzeitungs- und andere Schlagzeilen, dass also diese Funker Signale aufgeschnappt haben von russischen Kosmonauten, die beim Eintritt quasi Probleme hatten und entweder verglüht sind und teilweise sogar von der Erde abgeprallt sind, von der Atmosphäre. Es gibt einen Bericht, der ist mir noch gut vor Augen, und zwar haben die einen Funkspruch aufgeschnappt, der hieß SOS an die gesamte Menschheit. Und es war ein Kosmonaut, der beim Wiedereintritt den falschen Winkel hatte. Und wenn man zu steil ist, verglüht man. Wenn man zu schwach ist, wird man abgestoßen von der Atmosphäre. Und war mit allergrößter Wahrscheinlichkeit fliegt seit über 50, 60 Jahren ein tiefgefrorener Kosmonaut durchs All. Und das war quasi das, was die beiden da mehr oder weniger entdeckt haben. Also die Russen hatten massive Probleme mit ihrem Raumfahrtprogramm. Und Juri Gagarin ist die größte Anomalie in dem russischen Kosmonautenprogramm. Der hatte weder große Flugerfahrung, hat innerhalb kürzester Zeit die Kosmonautenausbildung gemacht, wo sonst nur Testpiloten jahrelang dafür geschult worden sind. Er hat sehr große Widersprüchlichkeiten erzählt in dem Flug und so weiter und so fort und hat sich schon mal jemand die Frage gestellt, warum der Mann nur 34 Jahre alt wurde und unter einem ganz mysteriösen Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist und die Leiche wurde nie gefunden. Man sieht auch bei einem Bild von ihm, kurz vor dem Absturz, dass er eine Verletzung am Auge hatte
Und angeblich ist er im Aufenthalt in einer Reha-Klinik, nachdem er eine Schwester quasi angemacht hat, oder vielmehr nicht angemacht, sondern belästigt hatte, von einem Balkon gefallen und hat sich da eine Verletzung zugefügt. Es geht aber in die Richtung, dass er vielleicht lobotomiert worden ist und hier entsorgt werden sollte, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, es liegt genügend im Argen, um zu sagen, ah, die Russen, das ist kein Argument, dass die Mondlandung nicht stattgefunden hat, weil bei denen auch einiges im Argen liegt. Es gibt auch Kritiker innerhalb der NASA, oder es gab Kritiker innerhalb der NASA. Einer davon war Gus Grissom, der obere Mann hier, der hat also damals diese Mondkapsel als fliegenden Scheißhaufen bezeichnet, mehr oder weniger, weil er erkannt hat, was für eine technische Unzulänglichkeit das hat. Und am 27. Januar 1967 war das der Rest, was von diesen drei Astronauten übrig blieb, weil die lebendig bei Apollo 1 verbrannt sind. Und zwar ist da auch sehr seltsam, dass zum ersten Mal und zum einzigen Mal die Kapsel nicht verschlossen wurde, verriegelt, sondern verschraubt wurde mit Bolzen und gleichzeitig eine hundertprozentige Sauerstoffatmosphäre innen drin generiert wurde. Da reicht also ein Funke und das Ding geht los und das ist genau passiert. Und Gus Grissom, sein Sohn, versucht seit Jahren diesen Fall immer wieder aufzugreifen. Gus Grissom wurde der Theorie seines Sohnes nach in dem Moment aus dem Weg geschafft, weil er einer der Kritiker war. Also es gibt genügend Hinweise darauf, dass es von Anfang an Menschen gab, die das Ganze kritisch gesehen haben. Und wenn man sich jetzt mal die Mühe macht, das ist wirklich nur ein kleiner Ausflug in diese Welt, und sich die Fotos anschaut, diese wirklich ikonografischen Abbildungen vom Mond, wenn wir sehen, diese perfekt ausgeleuchteten und für die Menschheit großartigen Bilder, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, wie kann denn das eigentlich sein, dass so viele gute Fotos entstanden sind? Also von der Qualität her und zum allem. Wenn wir das anschauen, die Hasselblad 500 Kamera, das war eine Spezialanfertigung mit sehr großen Tasten, hatte auch ein Magazin hinten dran, wo man quasi 120 bis 180 Bilder reinpacken konnte. Der Film, das war ein Ektachrom-Film mit 160 ASA, Blende musste manuell eingestellt werden, Belichtungsmesser musste alleine eingestellt werden, die Schärfe musste alleine eingestellt werden und das alles war an dem Astronaut vorne festgemacht, an dem quasi Brustanzug, an dem Anzug mit einer Apparatur und er konnte nicht sehen, was er da filmt quasi. Er musste quasi jedes Bild selber suchen, schätzen und dann quasi alles mehr oder weniger mit der Hand machen. Und es gibt die Aussage von einem Experten von der Firma, die diese Fotos hergestellt hat. Und zwar zu dem Foto von Neil Armstrong, das er da gerade im Gegenlicht gesehen hat, sagt er Folgendes. Hasselblad in Sweden was the NASA-appointed manufacturer of a camera. Also Hasselblad wurde von der NASA angestellt. And Jan Lundberg was the project engineer responsible for building the camera. Er hat originally NASA made all the alterations themselves. Also die NASA hat alle ihre Veränderungen selber gemacht. And they presented what they had done. Und dann haben sie es denen gezeigt und haben gefragt, könnt ihr das besser machen? To us and asked, can you do this? And we said, yes, we can. Und er sagte, ja, wir können, aber besser. And we can do it better. So what does Hasselblad have to say about this classic Aldrin picture? Does it look to Jan Lundberg as though the subject was lit? Jetzt ist die Frage, was er zu dem Foto sagt, ob das ausschaut, wie ob es für ihn zusätzlich erhellt worden wäre, dieses Foto. It seems like he's standing in the spotlight. Es sieht so aus, wie wenn er in einem Scheinwerferlicht steht. And I can't explain that. Ich kann das nicht erklären. That escapes me. Why? So maybe you have to find Armstrong and ask him. Vielleicht sollten wir Armstrong fragen. Und ihn fragen, was damit es sich auf sich hat. Und das ist eine wirkliche Anomalie, eine der ersten Anomalien, die auffällt. Also sprich, normalerweise, wenn man ohne zusätzliche Beleuchtung im Gegenlicht fotografiert, ist das Licht, das Objekt, das im Licht steht, von hinten schwarz. Ich habe viele Jahre fotografiert, eine Kameraausbildung gemacht. Das ist eigentlich überall so. Wenn Sie gegen das Licht filmen, ohne Aufhellung, säuft das Bild ab, können Sie nicht senden, können Sie vergessen. Und wir haben viele von diesen Bildern, wo Astronauten aussteigen im Schatten und erkennen, ah, und wir erkennen, hoppla, da passiert etwas. Hier sieht man zum Beispiel eine Reflexion an der Sohle und das ist die typische Reflexion von einer zusätzlichen Lichtquelle, weil die Sonne steht nämlich auf einer ganz anderen Seite. Eigentlich müssten die Fotos so ausschauen, nicht wie oben links,
sondern so wie das unten rechts, das ist eine Gegenlichtaufnahme und die finden wir aber auf den Mondfotos nicht. Viele davon. Plötzlich alles im Hintergrund hell erleuchtet und die offizielle Erklärung ist eben, dass der Mondboden reflektiert. Das ist totaler Quatsch. Da müsste ja auf der Erde auch, wenn einer auf der Skipiste steht, auch reflektiert werden. Was ist das? Schnee reflektiert bestimmt mehr. Ja, und ich weiß, es ist auf dem Mond alles anders, weil da ist keine Atmosphäre, Da kommen wieder diese gleichen Argumente. Aber das ist nur einer dieser Punkte, der mit den Bildern sehr, sehr merkwürdig ist. Ein weiterer Punkt sind die Schatten. Also wenn man sich die Schatten von dem Mondgestein hier vorne anschaut, dann sieht man, okay, aus der Richtung kommt ungefähr das Licht. Das Problem ist nur, Moment, falscher Knopf. Da drüben ist das Licht von einer anderen Richtung. Und das wird schwierig, weil die Sonne offiziell das einzige Licht war da oben, die einzige Lichtquelle. Genauso ist es hier. Und dann kommt wieder das Argument, ja, das hat mit der Zentralperspektive zu tun, also Eisenbahnschienen sind ja auch parallel, aber die verjüngen sich auf die Distanz, das ist ein optischer Effekt, der ist halt einfach so. Dann sage ich, ist in Ordnung, kaufe ich auch bei einigen Bildern, aber bei dem Bild kommt die Sonne definitiv von hinten vom Astronaut. Und was mich da zerstört oder verstört, ist eben in 3 Meter Entfernung ein Stein, der plötzlich aus 90 Grad Entfernung angestrahlt wird. Wie geht das? Große Anomalie. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wie lange die auf dem Mond waren, dann sieht man eben, dass die Außenbordeinsätze auf dem Mond, das waren insgesamt 80,5 Stunden von allen Mondlandungen zusammen. Und da hat man 6514 Fotos aufgenommen, also im Schnitt 81 Fotos pro Stunde. Das heißt, alle 45 Sekunden ein Foto sozusagen. Wenn man das jetzt mal umrechnet im Vergleich zu dem, oder zusätzlich mit dem, was die sonst noch gemacht haben, mit ganz Exploration, also Erkundung und Mondfahrt und Experimente und so weiter, dann kommt man drauf, dass das alles sehr hektisch gewesen sein muss. Ich habe das jetzt mal so in der Grafik zusammengefasst, also man hatte quasi pro einzelner Mission hatte man jeweils dann eben 15 Sekunden Zeit, 27 und so weiter, also insgesamt ein Schnitt von 45 Sekunden, um jeweils ein Foto zu machen. Und jeder, der schon mal fotografiert hat und weiß, wenn ich Perspektivwechsel mache, muss wieder neu einstellen und so weiter, dann ist das Ganze etwas schwierig in dieser Zeit umzusetzen. Und vor allem, wenn man sich die Technik der Hasselblad-Kamera genau anschaut und sich einen Filmwechsel vorstellt mit diesen Handschuhen. Ich habe ein Video gefunden, wo ein Filmemacher, ein Fotograf, quasi, ich habe das jetzt in dreifacher Geschwindigkeit laufen, zeigt, was eigentlich alles passiert, wie bei einer Hasselblad-Kamera, in einer normalen Kamera, der Film gewechselt wird. Also man muss die Kassette abnehmen, dann muss man die Rolle des alten Filmes, muss man von der Rolle auf die andere Seite packen, damit quasi der neue Film dann aufgerollt werden kann. Dann geht es weiter, dann muss man den Film rausziehen. Das ist ein Riesengefummel, das läuft jetzt schon dreifach so schnell, okay? Ja? Man muss das einlegen. Dann muss man da irgendwie noch einfädeln das Ganze, dann ein bisschen nach vorne ziehen, bis es dann wirklich auf der Startposition ist. Und dann nimmt man das Ganze zurück in die Box. Man packt es in die Box zurück, macht den Deckel drauf, damit das Ganze nicht belichtet wird. Und dann setzt man das an der Kamera. Und damit aber diese Kamera den Film belichten kann, muss man diesen Metallbügel jetzt wieder rausmachen. Und das ist jetzt Originalgeschwindigkeit. Man sieht also, was für ein Problem das ist, diesen Bügel da rauszumachen. Und das Ganze in einem Druckluftanzug auf dem Mond. Und wenn wir jetzt mal hochrechnen, wie viele Magazinwechsel die da gemacht haben. Also entweder hatten die Spezialmagazine in der Tasche an der Seite oder die sind jedes Mal zurückgestiegen in das Mondgefährt, um das zu wechseln, dann da im Inneren ohne Handschuhe. Anders lässt es sich nicht erklären. Oder wenn wir uns dieses berühmte Bild anschauen von dem Lunar Rover, von diesem Mondauto, das da oben rumgeheizt ist. Apollo 17 hat insgesamt über 30 Kilometer mit dem Ding zurückgelegt. Ich frage mich, wann die fotografiert haben, ja? Wenn die da die ganze Zeit mit dem Teil unterwegs waren. Also richtig, richtig tolle Bilder auch. Und da habe ich mich gefragt, wie war denn das? Wie haben die das gemacht? Ich habe Bilder gesucht und habe gesagt, tatsächlich, so wurde das gemacht. Also man hat dieses Fahrzeug im zusammengeklappten Zustand an die Raumfähre hingekoppelt, aber erst ab Apollo 15, 12, 11, 12, 13 sowieso nicht. Und 14 war es nicht dabei und 15 und 16 war es dann dabei. Also es kann auch sein 14, 15, 16, ist jetzt egal. Auf jeden Fall diese 210 Kilogramm Masse wurden dann an der Seite hingeklatscht. Und dann stellt sich die Frage, und was war auf der anderen Seite von diesem Raumgefährt?
Weil wenn da 210 Kilo plötzlich auf der Seite hängen, dann ist es in meinem naiven technischen Verstand leicht unwuchtig, ja, wenn das Ding landet. Also müsste ja dann auf der anderen Seite irgendwas dafür gemacht worden sein. Ich habe nichts darüber gefunden. Und ich habe mich auch gefragt, boah, wie geht denn das? Da gibt es ja keine Bilder davon, dass das ausgeklappt worden ist. Doch, das hat man erklärt, das ist also gut zu erkennen. An so einem Hilfskran wurde rausgemacht und es hat sich dann auseinandergefaltet. Das ist schon okay. Das Problem ist nur, wenn wir uns die Bilder von dem Mondauto etwas genauer anschauen, finden wir bei sehr vielen dieser Bilder auch wieder eine Anomalie, nämlich dass weder vor dem Fahrzeug, also vor dem Rad, noch hinter dem Rad Spuren von dem Profil sind. Das sieht auf vielen Fotos so aus, als wäre ein Kran da gewesen, der die Dinger ein paar Meter davon entfernt abgestellt hätte. Und zwar nicht nur eines, wo man sagen könnte, ja, da haben die halt mit dem Staub irgendwie das erwischt oder so. Nein, es gibt mehrere von diesen und auch das ist eine sehr große Anomalie. Es lässt sich nicht erklären. Dieses Foto wurde aufgenommen von David Scott, einer der Apollo 15 Raumfahrer, und man sieht seinen Kollegen James Irwin. Kurze Zeit später haben sie nochmal ein Foto gemacht, dieses da. Und was jetzt auffällt, dass auf diesem Bild der Astronaut hat also die gleiche Spiegelung im Visier. Dann hat er dazu denselben Standort, also auch direkt neben dieser Flagge. Dann die gleiche Pose, also wirklich exakt die gleiche Pose, die gleiche Armhaltung und sogar noch die gleiche Fußstellung. Und jetzt ist die Frage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der innerhalb von wenigen Stunden quasi diese Position exakt gleich wieder einnehmen konnte. Man sieht nämlich zum einen, das ist nicht das gleiche Foto, sondern man sieht zum einen einen großen Unterschied, die Kamera fehlt. Die Kamera, die er hier hat, ist hier weg. Hier an der Seite hängen ein paar Bändel runter, da nicht mehr. Und die Spuren am Boden unten sind andere wie hier. Also es hat sich etwas getan. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Astronaut das genauso wieder geschafft hat? Oder wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das eigentlich eine Puppe ist, die da steht? Ich möchte das einfach mal zur Diskussion anregen, ja? Bei dem Bild habe ich auch was Tolles gefunden. Das ist eine der Mondlandungen. Und dann gibt es noch ein Foto von einer anderen der Mondlandungen. Die Fähre macht jetzt einen kleinen Sprung. Und auch hier wieder eine Frage nach der Wahrscheinlichkeit. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei zwei verschiedenen Positionen, Expeditionen exakt der gleiche Hintergrund aufzutauchen ist? Wie geht das? Wie kann es sein, dass plötzlich im Hintergrund exakt der gleiche Höhenzug auftaucht, hier nur ein bisschen anders beleuchtet, aber die gleiche Absenkung hier, der gleiche Bergrücken, alles exakt das gleiche. Und hier steht sie da drüben und das ist nicht das gleiche Bild aus einem anderen Winkel, sondern die steht gerade, die Raumfähre, und die steht schräg. Wie die so gelandet sind, ist mir sowieso ein Rätsel. Also, dass das Ding nicht umgekippt ist, I don't know. Also, hell of a ride. Aber jetzt gucken wir uns halt einfach mal diese Technik von diesem Raumgefährt genauer an. Was ist denn da eigentlich geschehen an der Technik? Und da können wir natürlich dann sehen, es, wie vorhin schon am Eingang kurz erwähnt, dieses Gefährt bestand aus zwei Stufen. Das eine ist quasi die Aufstiegsstufe oder die Landestufe, fangen wir damit an, und das andere ist dann eben die Aufstiegsstufe. Obere Teil fliegt zurück, unterer Teil bleibt da. Bei einer Konzeptstudie von dem Macher der Mondrakete, von Wernher von Braun, hat es damals so ausgeschaut, dass quasi also der Raketenstrahl den Boden ziemlich beeinflussen wird. Und wenn man sich dann die künstlerischen Darstellungen anschaut, aus verschiedenen Prospekten von der damaligen Zeit oder aus Schulbüchern und aus anderen Publikationen, dann sieht man immer wieder die gleiche Darstellung, Rakete, glühende Raketenstufe hier, glühender Motor, ja, Abgasstrahl. Und wenn das Ding dann landet, sieht man am Boden Landekrater, Landespuren, Beeinflussung des Bodens. Sogar in Washington D.C., das habe ich selber aufgenommen, das Foto damals vom Balkon oben, hier unten am Boden leichte Spuren des Triebwerks. Und jetzt kommen wir zur Hauptanomalie. Also bei allen anderen Argumenten, da kann ich mich gerne auf Diskussionen einlassen und wenn mir jemand eine Erklärung findet, dann bin ich auch bereit, es zu kaufen. Aber bei den Bildern von Apollo gibt es nicht ein einziges Bild, das quasi zeigt, dass das Landetriebwerk, und das ist hier, den Boden auch nur ansatzweise irgendwie beeinträchtigt hätte. Also
beim Stand, also wenn das Ding dann steht da oben, dann ist der Abstand ungefähr 1 Meter von der Raketendüse bis zum Mondboden. Und man kann hier sehr gut erkennen, dass der ganze Boden immer noch mit Staub erfüllt ist. Man sieht nämlich auch Fußspuren der Astronauten. Wenn dieses Raketentriebwerk wirklich volle Pulle geblasen hätte, dann wäre der Staub in der gesamten Umgebung eigentlich weg gewesen. Hier, dieses Foto wird genommen, damit man sagen kann, ja genau hier, das sind die Spuren, da dran, da sieht man doch, da hat das Triebwerk quasi das weggebläht und dieses braune Zeug hier, das ist vom Raketentriebwerk. Ich sage, okay, wer hat das gesagt? Luft- und Raumfahrtingenieur? Okay, muss ich glauben, hat wohl recht. Wenn wir nur mal einen Größenvergleich anschauen, links die Landestufe, rechts die Wiederaufstiegsstufe und ein Mensch dazu im Vergleich, dann merkt man, das ist doch ziemlich groß, dieses Teil. Also so klein empfinde ich das jetzt gar nicht. Und vor allem, wenn man sich anschaut, was passiert, wenn man das Ding mal testet. Das war ein Test der Mondstufe, okay? Also so ein Durchmesser, 1 Meter Durchmesser, Abgasstrahl, damit kann man ein Auto umblasen. Und wenn man sich jetzt nur mal anschaut, was auf der Erde passiert, wenn man eine Rakete senkrecht landen möchte, dann gucken wir mal nach Texas, da gibt es eine Firma, die heißt Armadillo Aerospace und die haben so verschiedene Versuchsfirmen, die haben so Experimente gemacht mit diesen Geräten und dann sieht man ja, was passiert, wenn das unten aufschlägt. Hier nochmal ein besseres kleines Video. Das Ding startet, fliegt ein bisschen nach oben. Mach ein bisschen nach vorne, jetzt landet es wieder. So, und jetzt bei der Landung sieht man Folgendes. Das Ding ist 5 Meter hoch. Und was da hochspratzt, das ist Beton. Das ist Beton, der gerade eben aus diesem Beton rausgebrannt wird, durch diesen Abgasstrahl. Und zusätzlich ist das Ding auch noch ultra instabil. Also auf einer Rakete senkrecht zu landen, äußerst schwierig. Hier sieht man es auch nochmal in etwas langsamerer Form. Hier unten dran sieht man also glühenden Beton hochspratzen. Okay? Und es gab in den 90er Jahren mal, also 30 Jahre nach Apollo, gab es ein Experiment von der NASA, da haben die versucht, einen senkrecht landenden Raumkreuzer zu bauen, oder Raumkreuzer ist das falsche Wort, sondern so ein Raumfahrzeug zu bauen, das hieß Delta Clipper. Und folgendes Experiment. Successful flights. The DCXA test program finally came to an end in 1996. Landing small negative. Bei der Landung hat der Abgasstrahl die Landebeine zerstört. She's coming over. Und 1996 hat man das Programm erfolglos eingestellt. Also man konnte die Technik aus den 60er Jahren nicht reproduzieren, weil blödsinnigerweise die sämtlichen Baupläne der Apollo-Rakete und der Mondlandefähre vernichtet worden sind, verschwunden sind. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie die Mondlandung dargestellt wird, dann haben wir ja da keine Bilder vom Anflug, geht ja nicht, da war ja niemand oben. Und dann sehen wir bei diesen ganzen Animationen, bei diesen ganzen Videos, die ich gefunden habe, ist immer irgendwie, hups, oh, jetzt landet die hinterm Berg und dann, ah, sie steht schon. Oh, das ist ja praktisch. Und es gibt wirklich sehr, sehr viele Animationen, teilweise auch wirklich hochprofessionell gemacht, aus so Vergnügungsparks und so weiter. Aber hier sieht man ein bisschen, dass da Abgasstrahl, ein bisschen Staub und so weiter, aber jetzt nicht mehr richtig und ui, super. Die Landebeine waren nie mit Staub bedeckt. But with all the dust, visibility was virtually impossible. Und das ist ein Ausschnitt von einem dieser gut gemachten Filme. Oh man, what a ride. Okay, your student of Falcon is on the plane at Hadley. Das ist das, was man uns erzählt. Also sprich, wenn man genau hinschaut, ist es für unsere heutigen Ingenieure sehr, sehr schwierig, eine Rakete senkrecht landen zu können. Und wir kennen das erst seit 2015. Elon Musk, den kennen vielleicht viele, das ist dieser Erfinder der Tesla-Autos, also der Macher der Tesla-Autos, dieser unglaubliche Typ, der im Alter von 40 schon 10 Firmen hatte und immer wieder fürs Zehnfache verkauft hat. Also, ich verstehe solche Menschen nicht, die haben Raketen auf dem Rücken. Auf jeden Fall, der hat auch eine eigene Firma gebaut.
SpaceX, mit denen bauen die Raumfähre für die NASA. Und er hat vor kurzem ein Video veröffentlicht von seinen quasi Fehlschlägen in den letzten Jahren. Genießt es einfach mal. Erste erfolgreiche Landlandung Dezember 2015, April 2016, first successful water landing. Das ist also der Stand der Technik now. Das heißt, wir haben es zum ersten Mal geschafft, mit viel Know-how, mit viel Regeltechnik, mit viel moderner Ingenieurskunst eine Technologie zu reproduzieren, die wir in den 60er Jahren schon mehrfach erfolgreich eingesetzt haben auf dem Mond. Und wie haben denn die Astronauten dafür getrainiert? Und damals hatten die das sogenannte fliegende Bettgestell zum Trainieren. Das war das Lunar Landing Training Vehicle oder auch Reconnaissance Vehicle, RV wird es auch manchmal bezeichnet. Was war das für ein Ding? Nun, das war so ein Teil, das mehr oder weniger ein fliegendes Raketentriebwerk war, mit dem die Astronauten dann versucht haben, sozusagen diesen senkrechten Start und die Landung zu reproduzieren. Also alles um ein Raketentriebwerk herum angebaut, die Tanks, die Treibstoffleitungen, die Pumpen und so weiter und in der Mitte drin mit dem Konus zu erkennen, eben dieses Triebwerk, das außerdem schwenkbar war zur Stabilisierung. Vorne der Sitz des Piloten, hier vorne saß der Pilot und das sind die Tanks, die Treibstofftanks und das da unten, das ist quasi das Triebwerk, das schwenkbar war. Hier sieht man es in einem Versuch. Die Testflüge waren alles andere als einfach. Das war ultra kompliziert. Mit Steuerdüsen, die oben angebracht waren, hat der Pilot versucht, diesen instabilen Zustand permanent aufrechtzuerhalten. Also man musste ständig ausgleichen dazu. Die Astronauten mussten wirklich sehr viel trainieren, mindestens 100 Stunden Hubschraubertraining haben die gemacht. Die haben dazu etliche Simulationseinheiten absolviert. Hier sieht man sogar Armstrong, wie er Grenade in dem Simulator für dieses Ding trainiert hat. Und trotzdem waren die Astronauten alles andere als glücklich, mit diesem Gerät zu fliegen. It's basically a jet engine in the middle. Little rocket engines all around it on the outside, just like the lunar module. And astronauts sat in a little capsule. Also eigentlich wie die Mondlandefähre, sagt er, eine Jet Engine nach unten und der Astronaut saß vorne, so wie auf dem Mondfahrzeug. And they would take off vertically and hover and try to simulate landing
on the moon. Sie hoben senkrecht ab und haben geschwebt und haben die Mondlandung versucht zu simulieren. It was unstable and dangerous, and the astronauts hated it. Es war unstabil und gefährlich und die Astronauten haben es gehasst. Neil Armstrong had to eject that if it right before it crashed. Neil Armstrong steigt da gerade mit dem Schleudersitz aus, kurz bevor es explodiert ist und aufgeschlagen ist. Wäre fast noch mit dem Fallschirm in die Flammen reingeflogen. At some point in the program they actually stopped using it because it was a lot safer to land on the moon than it was to fly this machine down in Texas. Okay, das müssen wir noch mal hören, was der gerade gesagt hat. Und zu einem gewissen Zeitpunkt während des Programms haben die entschieden, das einzustellen, weil es war viel sicherer, das auf dem Mond zu fliegen, als unten in Texas. Das sagt einer, der da offensichtlich qualifiziert genug ist, in dieser Dokumentation Auskunft zu geben. It's just too unstable. Es war einfach zu instabil. Insgesamt sind von diesen LRTVs 3 Stück abgestürzt. Am 29. Januar 1971, der dritte Absturz, hat Stuart Presson so einen Testflug gemacht. Und auch der konnte gerade noch mit dem Schleudersitz aussteigen, bevor das Ding unten aufgeschlagen ist. Und das war 2 Tage, bevor Apollo 14 gestartet ist. Also Apollo 11 und 12 waren schon erfolgreich oben, da haben die immer noch Testflüge gemacht mit dem Testvehikel. Und das Testvehikel hat nicht funktioniert, weil es eine quasi technische Fehlkonstruktion war, das unter anderem Gus Grissom bemängelt hat, wie viele andere auch. Und was vor allem auffällt, ich mache es mal ein bisschen vor, das haben wir ja schon gehabt, es ist ein komplett anderer Apparat. Hier ist nochmal das, was Neil Armstrong, das ist quasi der Absturz von Neil Armstrong, er will landen, merkt, da stimmt was nicht, er zieht am Gas, quasi er beschleunigt wieder nach oben und in dem Moment, sobald er ein bisschen nur aus diesem Gleichgewicht rauskommt, kippt das Ding zur Seite weg, ist absolut instabil. Und es gibt, ich weiß nicht, ob ihr stabil, instabil kennt, so den Unterschied, stellt euch eine Salatschüssel vor und eine Erbse drin, wenn ihr die Erbse in der Schüssel anschuckt, die wird immer wieder zum Mittelpunkt von der Erbse zurückrollen, das ist quasi ein Flugzeug, das ist aerodynamisch stabil. Also ein Flugzeug, wenn durch den Wind ausgeleitet wird, dann fängt es sich alleine durch die aerodynamischen Kräfte wieder. Ein Hubschrauber ist genau das Gegenteil, das ist die Schüssel umgedreht und da die Erbse drauf. Das heißt, wenn ich einmal anschucke, muss ich ständig balancieren. Und so ein Raumfahrtgerät, also so eine Mondlandefähre, ist noch mal eine Spur drüber. Das ist ungefähr so instabil, wie wenn ihr versucht, einen Billardkö auf dem Finger zu stabilisieren. Und wenn man sich die beiden Gefährte nebeneinander anschaut, dann fällt ja eins vollkommen auf. Es sind komplett andere technische Geräte und Prinzipien. Bei der Mondlandefähre ist es ein fest installiertes, starres Raketentriebwerk mit 2 Flüssigkeiten, die zusammengebracht werden und dann explodieren. Raketentreibstoff und Sauerstoff, Reaktion, wusch. Und das da ist ein Jet-Triebwerk, also ein Düsentriebwerk, das gleichzeitig noch schwenkbar war. Und hinzu kommt, dass der Schwerpunkt dieses Fahrzeugs viel weiter oben ist. Und jetzt wieder eine Wahrscheinlichkeitsfrage. Wie wahrscheinlich ist, dass ein Teil, was total instabil ist, dass dieses Teil hier stabiler ist wie das andere? Rein von der Mathematik her. Also vollkommen unwahrscheinlich, dass das so ist. Und ich habe ein Video gefunden, wo man diese Mondkapsel, also dieses Mondgefährt, das Luna-Modul, selber getestet hat, aber das wurde nicht getestet in einem Flugmodus, dass quasi dieses Gerät jetzt mit den Astronauten das getestet hätte, sondern das war nur an einem Kran aufgehängt und ich weiß nicht, warum die das durch die Gegend geflogen haben, aber das war das Einzige, was ich entdeckt habe zu dieser Mondlandefähre. Meines Erachtens relativ unwahrscheinlich, dass das passiert ist. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, mein Gott, kennst dich nicht aus, hast vielleicht nur ein paar Bücher gelesen. So einfach ist es nicht. Ich möchte nur kurz erwähnen, habe ich ja schon mal gesagt, von 95 bis 97 war ich an der Jürgen-Schumann-Schule in Bremen und das ist die Deutsche Verkehrsfliegerschule. Also mit die beste Pilotenschule der Welt. Die habe ich damals abgeschlossen, bestanden und ich bin mir sicher, ich habe das Thema Navigation, Schwerpunkt, Impulsgesetzmäßigkeiten und sowas, das habe ich gut durchdrungen. Also wenn man mich da Flugzeuge fliegen lässt, dann gehe ich davon aus, dass man sagt, so blöd kann der nicht sein. Nur mal so als unterschwellig reingeschoben hier. Ja.
Und wenn ich mir dann anschaue, dass man uns erzählt, ja, also wenn wir vom All zurückkommen in die Erde, dann wird ja die Geschwindigkeit, die diese Raumfahrzeuge haben, abgebaut über die Atmosphärenreibung in der Atmosphäre. Also sprich, die kinetische Energie, die Bewegungsenergie von 28.000 km/h wird in dem Moment umgewandelt in Reibungsenergie und die Reibungsenergie wird umgewandelt in Wärmeenergie. Sprich, Kapsel von Apollo oder vom Space Shuttle, die glühen bis zu 1000, 1700 Grad. Und wenn da was schief geht, ist es so wie bei der Columbia 2003, die hatte ja hier unten offiziell an einem Flügel so einen Riss, weil vom Start, beim Start ein Stück Schaumstoff von der Rakete abgefallen ist und hat hier ein Loch gemacht in diese Isolationsschicht. Und dann kam quasi beim Wiedereintritt heißes Gas in die Struktur und hat das Gerät dann zum Absturz gebracht. Das ist so heiß, dieses Gas, dass quasi sich Plasma um das Fahrzeug bildet und die minutenlang keine Funkverbindung haben zu den Raumfahrzeugen, weil dieses Plasma quasi die Luft so ionisiert, dass keine Funkstrahlen durchkommen. Das heißt, bei jedem Wiedereintritt in der Atmosphäre wissen die Kontrollzentren nicht, haben die es jetzt geschafft oder nicht. Erst wenn der erste Funkspruch kommt, ja, wir sind noch da, wissen sie, okay, diesmal ist gut gegangen. Bei Columbia hat es nicht funktioniert. Und wie war das jetzt auf dem Mond? Nun ja, Mondlandung folgendermaßen, man hat uns eben gesagt, aus dem Anflug von der Erde kommt quasi unser Mondgefahrzeug an, mit dem quasi Hintern nach vorne, und die Astronauten haben so ungefähr in etwa dann gezündet, 6 Minuten lang, wussten genau, wie lange, mit welchem Schub die da zünden mussten, damit die Geschwindigkeit so weit verzögern, um den Anflug dann eben abzubremsen. Jetzt ist die Frage, wie viel Treibstoff braucht man, um auf diese Geschwindigkeit hochzukommen, ist es denn nicht auch logisch, dann zu sagen, wenn man abbremst ohne atmosphärische Reibung, dass man dann genauso viel Treibstoff braucht vielleicht? Oder man könnte sagen, nein, die Masse ist ja viel geringer, ich brauche nicht so viel. Aber ich hätte gerne mal ein Gespräch mit dem Luft- und Raumfahrtingenieur, der mir sagen könnte, mit wie viel Treibstoff so ein Ding wie lange fliegen kann und wie groß die Treibstofftanks da drin waren. In meinen Augen ist die Größe der Treibstofftanks nicht ausreichend, um quasi diese Verzögerung hinzukriegen. Das würde ich gerne mal berechnen. Ich lasse mich ja gerne was eines Besseren belehren, aber in meinen Augen haben die zu kleine Tanks. Und dann Final Descent, ja, wir sehen es ja, was ist da unten passiert. Auch dieses Teil muss quasi so verzögern, ohne atmosphärische Reibung. Und dann stehen die da drin, die Astronauten, und gucken raus und landen nach unten. Je näher man drüber nachdenkt, je tiefer man einsteigt, desto weniger logisch, desto weniger wahrscheinlich wird es, dass die Technik, wie man sie uns verkauft hat, wirklich so stattgefunden hat. Und vor allem, wenn man dann in die Details geht, wenn man sich mal anschaut, wie sind denn die da oben überhaupt unterwegs gewesen? Was hatten die für einen Anzug an zum Beispiel? Hier links ist eine Röntgenaufnahme von diesem Tornister, der hieß A7LB. Okay, die haben verschiedene Namen gehabt bei verschiedenen Apollo-Einsätzen, aber so ungefähr muss man sich das vorstellen. Der Tornister selber 68 Kilo, der Anzug 22 Kilo. Also sprich, insgesamt waren es 70, 90 Kilo ungefähr. Auf dem Mond nur ein Sechstel, können wir mal runterrechnen. Also schon ein ganz schönes Gewicht, was da mit sich. Es geht, aber auf der Erde wäre es nicht gegangen. Wenn wir uns anschauen, was auf der Erde notwendig ist oder was im Mondzentrum passiert ist, wenn die einen Anzug anziehen, die Astronauten, dann sieht man, dass pro Astronaut, da waren ja 3 nebeneinander gesessen für die Mission zur Vorbereitung, mindestens 3 bis 4 Techniker drumherum stehen und denen eine ganz lange Zeit lang helfen, diesen Anzug anzulegen, da reinzukommen und die ganzen Anschlüsse zu machen. Das dauert ewig. Also in 5 Minuten ist das nicht gemacht und man braucht dazu Platz, man braucht Leute, man braucht auch irgendwie Unterstützung. Wie sieht es jetzt im Inneren der Mondlandefähre aus? So. Also das Bad drüben im Hotel, das ist größer. Das war so telefonzellenmäßig. Ja, es war jetzt nicht so groß, reicht für einen normalen Menschen. Aber hier drin, in diesem kleinen Raumfahrzeug, sollen die Astronauten also tagelang gelebt haben. Bei Apollo 17 waren sie insgesamt 3 Tage da oben, also 3-mal schlafen müssen, Notdurft verrichten, Toilette gehen, leichte Körperhygiene. Ich meine, das geht mit Waschen 3 Tage, das ist nicht so schlimm. Aber wie haben die Anzüge aus- und wieder angezogen? Wie ist das gewesen?
Der Ein- und der Ausstieg von dem Raumfahrzeug ist auch gut dokumentiert und immer wieder gesagt worden, ja, die sind da einfach rausgeklattert und so weiter. Damals, am Anfang der Testphase, hat man experimentiert mit dem Ausstieg und da hatten die einen runden Ausstieg gemacht. Und man sieht, was passiert, wenn ein Astronaut mit Anzug versucht, hier rein und raus zu gehen. Man sieht es jetzt relativ gut in der letzten Szene, dass dieser Mensch, der da drin steckt, liegen bleibt und schwer atmet. Und dann hat man festgestellt, okay, in einem runden Ausstieg, das ist absolut unmöglich. Man hat dann das Fahrzeug umgebaut und hat einen eckigen Ausstieg gemacht. Und wer alt genug ist und das damals live sehen konnte, der WDR hat damals am 21. Juli oder 20. Juli 1969 hat der eine Live-Übertragung gemacht aus Amerika von Houston, vom Kontrollzentrum und Armstrong. Und das war so richtig lustig, das anzuhören. Und ich habe da einen Ausschnitt von dieser ganz langen Sendung gefunden. So, nun wollen wir noch mal einen Blick in unsere Mondfähre werfen und auf unsere beiden Astronauten im Studio schauen. Ja, wir möchten Ihnen nämlich wirklich einmal zeigen, wie das aussieht im engen Raum der Mondfähre, wenn Armstrong, also gleich, wir erwarten das hier in etwa 25 Minuten, durch diese kleine Tür hinaustritt ins Freie. Bitte, er hat nun, nehmen wir an, das ist Armstrong, er hat nun inzwischen den Rucksack aufgeschnallt. Das Einzige, was ihm zur vollkommenen Ausrüstung fehlt, ist natürlich der Helm. Nun, wir haben ja keinen originalgetreuen Raumanzug, Mondanzug, in dem die Sauerstoffversorgung genauso gut ist wie bei den Mondfahrern. Wir wollen also auf den Helm jetzt einmal verzichten, wollen Ihnen aber zeigen, wie beschwerlich das ist, aus dieser Mondfähre hinauszusteigen. Dieser Vorgang dauert nämlich insgesamt auch 10 Minuten. Nun bitte, wollen Sie einmal anfangen, damit wir uns das vorstellen können. Er wird sich erst knien müssen. Wichtig ist, dass er mit den Beinen zuerst durch die Tür geht. Und das ist ein Schauspieler, der keinen Druckluftanzug hat. Geringe Bewegungsfreiheit. Ein normaler Studioanzug. In dicken Klumpenanzügen. Nicht druckbeaufschlagt. Also nicht starr und steif. Ohne Helm und so weiter. Und jetzt versucht er, aus der Plattform der Kabine hinauszutreten auf diesen kleinen Balkon oberhalb der Treppe. Süß, Balkon. Das alles sind auch Vorgänge, geht auf den Balkon, die wir raus, nachher in der Fernsehübertragung vom Mond auf keinen Fall sehen werden. Denn erst, wenn Armstrong auf der Sprossenleiter steht, wird er die Hülle entfernen, die noch vor der Fernsehkamera im unteren Teil der Mondspinne angebracht ist. Also ich beschleunige das Ganze ein bisschen, damit man mal sieht, was passiert. Der kommt hier also nur unter größten Schwierigkeiten raus. Was uns jetzt bevorsteht, sollten wir und vor allem, er hatte die Unterstützung von seinem Kollegen. Jetzt gibt es aber viele, viele tolle Fotos von Edwin Aldrin, den Armstrong gerade in dem Moment fotografiert. Und jetzt kommt für mich so die kleine Frage, wer hat jetzt dem geholfen gerade eben? Und wieso gibt es da keine Filme oder sonst was? Wir sehen auch nicht wirklich, wie die aussteigen, sondern wir sehen immer nur so Schnappschüsse. So, jetzt hängt er fast da, jetzt ist er hier, okay, wieder mal schon Gegenlichtaufnahme. Dann im nächsten Moment ist er schon hier unten. Und dann ist er schon, also einer, der zweite, der hat, also der erste, der ausgestiegen ist, fotografiert da. Und ich gehe nochmal zurück. Was hier besonders auffällt, ist, hier an der Stufe hat man die Sprosse selber mit irgendwelchen Sachen verklebt, mit irgendeinem Tape, mit Isolierband und so weiter. Und jetzt ganz ehrlich, also ein Luft- und Raumfahrtingenieur, der gerade eben weiß, dass hier ein Mensch in einem Druckluftanzug ohne Gefühl und Sicht nach unten versucht, die Taste zu greifen oder zu treten, wenn der dem noch extra ein Hindernis dahin klebt, den hätte ich persönlich gefeuert. Weil es gäbe ja nichts Schlimmeres, wenn der von da oben runterfällt und auf dem Rücken landet, dann ist der Tornister kaputt. Also das ist lebensgefährlich eigentlich, was die da gemacht haben. Aber bei der Treppe ist ja das nächste Thema. Wer kam denn eigentlich auf die Idee zu sagen, die Treppe reicht, wenn wir die in ungefähr 1,20 Meter aufhören lassen? Weil den Rest können sie ja runterspringen. Einstieg, wieder Einstieg, hüpfen, wie jetzt. Also je näher man drüber nachdenkt, je mehr man sich das quasi anschaut, desto bizarrer wird das Ganze. Vor allem, wenn man sich mal den Gedanken vor Augen führt,
ein Außenbordeinsatz von einem Raumfahrer, das ist somit das Anstrengendste, was es überhaupt gibt als Arbeitsplatz auf dieser Erde. Also eine EVA, eine Extravehicular Activity auf der Raumstation, da müssen die Astronauten jahrelang dafür trainieren. Die werden da in der NASA in den größten Pool der Erde gesteckt, in diesen Anzügen, werden quasi unter Wasser gebracht, mit Sauerstoffversorgung natürlich, damit sie die Schwerelosigkeit erfahren. Und dann werden die von Tauchern zu einem Modell der Raumstation gebracht, damit die die ganzen Verfahrensabläufe, Reparaturvorgänge und so weiter, Prozedere einüben können. Und das ist so anstrengend wie ein Marathonlauf, weil der Anzug mit Druck beaufschlagt ist und man muss ständig gegen diesen Druckanzug ankämpfen. Da hat man zwar kein Gewicht, aber die Anstrengung da drin, das ist Mörder. Die sind 3 Kilo leichter hinterher und das Wasser steht ihnen in den Stiefeln drin. Wenn man mit dem Handschuh quasi die Finger anziehen möchte, ist es wie mit einem Expander aus dem Fitnessstudio, damit man quasi die Kraft überwindet. Und wie war das jetzt auf dem Mond? Da ist nicht nur der Anzug da, sondern zusätzlich noch die Gravitation plus das Gewicht von dem Container und so weiter. Aber die sind da rumgelaufen, die haben Golf gespielt, die hatten überhaupt kein Problem, tagelang da draußen zu sein. Und die Astronauten auf der Raumstation oben, die den gleichen Anzug haben, mehr oder weniger, die machen 6 Stunden eine Schicht im Schacht. Dann gehen die erstmal zurück, Rekonvaleszenz, komatöser Heilschlaf für 2 Tage irgendwie, und dann geht es weiter mit dem Programm da oben. Auf dem Mond gibt es komplett andere physikalische Gesetzmäßigkeiten. Das fällt man immer wieder auf, und vor allem, wenn wir uns anschauen, das Moonwalking zum Beispiel. Also bitte achtet mal darauf, wenn der sich umdreht, wie sehr er quasi fast in der Luft hängen bleibt. Der tänzelt quasi nur noch vorne auf seinen Zehenspitzen. Summa summarum, es deutet vieles darauf hin, dass der Mann da gar nicht selber läuft, sondern irgendwie an einer Halterung quasi aufgehängt worden ist und mehr oder weniger so diesen Gang zu imitieren. Ja, der andere Astronaut. Oder das ist auf dem Mondrover festgemacht, das Ganze. Und das habe ich genommen, diese Szene, weil hier sieht man sehr schön, dass der Astronaut plötzlich so einen Satz nach hinten macht, ohne dass der zweite Astronaut ihm geholfen hätte, sondern es ist wirklich so, wie wenn er von, so hier ist er unten und jetzt, zack, so. Jetzt kommt er hoch. Hier, ganz besonders toll. Okay. We see that one went all the way in. Not quite. Okay, und das muss man jetzt mal in Zeitlupe anschauen, diesen Moment. Also wenn man sich nach hinten abstößt und hat so einen Anzug an und so weiter, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich komplett in die Luft stößt und dann so hier in der Luft? Sehr, sehr schwer zu erklären. Ich kann mir das nur so erklären, dass die wirklich da eine gewisse Hilfe hatten, genauso wie sie es auf der Erde ja auch geübt hatten in der Halle. Da hingen die nämlich auch an Seilen, um quasi das Gefühl des Mondes zu imitieren. Nächster großer Punkt. Bam. Surveyor 3, eine Sonde, die wir vorhin schon mal gesehen haben, da gibt es ja angeblich Spuren da vorne. Die Sonde wurde 1967 auf den Mond geschickt und die Astronauten sind 300 Meter entfernt von dieser Sonde gelandet. So, und jetzt meine primitiven Navigationskenntnisse der Lufthansa rausgekramt. Ja? Da oben gab es kein GPS, da gab es kein Lunar-Positionssystem, ein LPS. Das Einzige, was die hatten, war Trägheitsnavigation. Das heißt, Kreiselkompasse, die auf der Erde irgendwann mal geeicht worden sind, die werden auf Rotation gebracht, vollkardanisch aufgehängte Elemente mit 20.000 Umdrehungen. Das heißt, das Ding bleibt kreiselstabil und wenn sich das Raumfahrzeug drum bewegt, bleibt dieser Kreiselkompass quasi immer dran. Aber nur eine gewisse Zeit, länger wie 12 Stunden geht es nicht, dann muss man ihn neu justieren, weil auch dieser Kreiselkompass ausläuft. Und die sollen also mit so einer Technik 300.000 oder noch mehr Kilometer zum Mond geflogen sein und dann einen lunaren Orbit eingeschlagen haben und den so verzögert haben, dass die exakt 300 Meter neben diesem Ding gelandet sind. Ohne Instrumentenfluganlage, ohne Leitstrahl, ohne irgendetwas. Also ich habe noch kein Verfahren gefunden, das das erklären könnte, dass die Astronauten das geschafft haben, innerhalb von 300 Meter auf dieses Ding hinzufliegen. Es ist quasi navigatorisch unmöglich. Das wäre so eine, wie wenn ich
im Flug, mir fällt jetzt kein richtiges Beispiel dafür ein, um das technisch aufzulösen. Also es ist technisch für mich absolut unvorstellbar, wie die das gemacht haben, diese Präzision. Vor allem, wenn man weiß, wenn man mit ein paar 10.000 km/h unterwegs ist und ein paar Sekunden früher oder ein paar Sekunden später anfängt zu verzögern, dann gibt es bei der Landung einen Unterschied von Hunderten von Kilometern. Es ist oft vorgekommen, dass die Astronauten bei der Rückreise im Atlantik um Hunderte von Kilometern entfernt irgendwo aufgeschlagen sind im Wasser. Weil die haben halt dann getrieben, bis dann der erste Kreuzer oder Hubschrauber da war. Hunderte von Kilometern. Also im Umkreis von 10 Kilometern zu landen ist absolut Pinpoint Accuracy. Also wirklich höchst genau. Aber 300 Meter nebendran, Superhuman Abilities. Also jetzt kommt dann gleich wieder ein Kommentar und bei YouTube, es soll nicht so viel Englisch reden. Habe ich auch schon gelesen, ja. Aber es ist ein internationaler Vortrag, das soll die Entschuldigung sein. Ein Punkt, der auch wieder immer aufkaucht, ist natürlich die Mondlandung. Die hat natürlich den Beweis dafür, dass das die beste Beweise für die Mondlandung sind, dass die Mondproben da sind. Und das ist in einem holländischen Museum und da hat der Kurator feststellen müssen, dass das nichts anderes ist wie versteinertes Holz. Das kam jetzt schon ein paar Mal vor, dass es da irgendwelche Ablagerungen gab, die auf Bäume hinschließen und man darf es nicht genau untersuchen, also auch mit diesem Mondgestein, nur weil die NASA sagt, das ist von Mond, können wir nicht wirklich sagen, dass das so passiert ist, dass es von daher kommt. Und dann gibt es noch das mit der Flagge vom Anfang. Ja, wenn man es genau anschaut, passt es aber auch nicht mit diesem Hin- und Herpendeln, weil man nämlich sehr gut erkennen kann, das Ding pendelt, ja, aber es pendelt halt blödsinnigerweise immer in eine Richtung. Es müsste doch quasi hin und her pendeln. Man kann ja aber sehr gut erkennen, dass es einen Impuls bekommt und dann immer wieder nach links oben weggeschwebt wird. Das müsste ja dann quasi auf die andere Seite auch. Hier ist es in der Mitte, jetzt geht es nach oben. Wieder nach oben. Nicht auf die rechte Seite, sondern wieder nach oben. Und da hat offensichtlich jemand die Tür offen stehen lassen. Hier sieht man es. Aber es reicht, dieser Beweis, das gleiche Bild wird von Luft- und Raumfahrtingenieuren benutzt, um zu sagen, ja, ja, das passt alles. Wieder Aufstieg. Wie sind sie wieder weggekommen? Naja, die Aufstiegsstufe geht nach oben. In allen Dokumentationen, allen Bildern, allen grafischen Abbildungen habe ich das so gesehen. Aha, Raketenstrahl nach oben. Apollo 17, letzter Start vom Mond. Und vor allem, man muss wissen, gleichzeitig jetzt fliegt der andere Astronaut, der Einzelne in der Kommandokapsel um den Mond herum. Die müssen auf die Sekunde genau, plus minus ein paar Sekunden, zünden, damit die das Rendezvous mit dem da oben treffen, weil wenn der hunderte von Kilometern oder nur ein paar Dutzend Kilometer weit weg ist, der Treibstoff von diesem kleinen Gerät reicht nicht, um dem hinterher zu fliegen. Der müsste dann tagelang hinterher fliegen, also das muss auch exakt getimed werden und während die auf den Knopf drücken, sitzt, ist der auf der anderen Seite des Mondes. Woher wissen die, wann der genau diese Position erreicht hat? Nur mit Koppelnavigation, mit guter Vorstellung und Gottvertrauen lässt sich das nicht erklären. Moment, jetzt habe ich den Start. Okay. Oh, hier ist es. 3, 2, 1, ignition. Wo ist die Flamme? Wo ist der Abgasstrahl? Ja, gute Frage, wer filmt es? Das Ganze wurde angeblich ferngesteuert von der Erde aus, von Apollo, vom Mondzentrum. Hier sieht man jetzt den quasi Abgasstrahl und dieses Geräusch kommt von der Vibration im Raumschiff, haben die gerade gesagt. Also das ist die offizielle Erklärung, wie die wieder gestartet sind. Das eine mit der Kamera ist so ein Ding, das ist ja zeitverzögert. Also sprich, wenn der Techniker unten bei der NASA sieht, dass die jetzt starten, dann sind die schon 1,5 Sekunden unterwegs, weil die Zeit so, weil das so lange dauert, das Signal. Und der muss also quasi schon 2-3 Sekunden vorher hochschwenken, damit das alles funktioniert. Also das ist, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber das ist gar nicht das große Problem. Das eine ist, man sieht keinen Abgasstrahl. Das ist sehr, sehr merkwürdig, obwohl doch alle Darstellungen so waren. Und das andere ist, die sind ja da gestanden. Es gab ja in der Landekapsel keine Sitze, weil im Weltraum braucht man keine Sitze, bei der Landung, es geht auch noch irgendwie, aber beim Start,
Wie vielfache Erdbeschleunigung existiert bei so einem Start? 2G, 3G, 4G, also beim Raketenstart, das ist schon, da geht es schon ab. Und die hatten den Anzug an, die standen sowieso schon da und mussten dann auch noch die G-Kräfte von der Beschleunigung aushalten. Und das Ganze ohne in der Stimme auch nur irgendwie gepresst zu wirken oder sonst irgendwas. Nein, gar nichts, sondern man hört nicht mal das Raketentriebwerk. Und das Raketentriebwerk ist einen halben Meter hinter ihnen. Ein Raketentriebwerk macht einen Lärm von 140, 150 Dezibel. Das bläst alle Scheiben aus dem Fenster, wenn ich das hier einschalte. Ja? Aber die Astronauten, superhuman beings. Und hier, also wirklich, da wird die technische Unmöglichkeit von Apollo am offensichtlichsten. Die Aufstiegsstufe hatte hier das Raketentriebwerk. Das ist die Abstiegsstufe, das ist die Aufstiegsstufe. Hier nochmal dargestellt, das sind die Tanks und so weiter. Wenn ich ein Raketentriebwerk zünde, dann ist es nicht wie ein Lichtschalter, der plötzlich einschaltet, sondern die Turbokompressoren müssen erstmal die Treibstoffe und den Sauerstoff zusammenbringen, das muss reagieren, das muss anfangen zu zünden. Das dauert eine gewisse Zeit, bis der Schub voll aufgebaut ist. Beim Space Shuttle waren das 7 Sekunden vorher. Wenn man den Countdown hört, 10, 9, 8, Main Engine Start, 6, 5, 4, Lift Off. Also 7 Sekunden hat bei dem Space Shuttle vorher schon alles gerührt, bevor das Ding losgeht. Bei dem, sage ich mal, naja, vielleicht eine halbe Sekunde, vielleicht eine Sekunde oder so, muss der Abgasstrahl erstmal sich aufbauen. Blöd ist jetzt nur, dass im Gegensatz zu einer normalen Startrampe, wo unten ein großes Loch ist, ja, wo die Abgase abgehen, hier die Abstiegsstufe sitzt. Zu blöd aber auch. Wie kann das sein, dass dieses Raketentriebwerk dann, oder dass diese Mondfähre dann den abprallenden Raketenstrahl überstanden hat? Das ist total einfach. Das war mit Aluminiumfolie unten verkleidet. Die war so stabil, dass nichts von dem Abgasstrahl zurückprallen konnte, sondern die Aluminiumfolie hat das Ding total geschützt. Ich merke es an eurer Reaktion, wie aberwitzig das eigentlich ist. Und das ist NASA-Technik von den besten Luft- und Raumfahrtingenieuren, die die Welt jemals zusammengetragen hatte. Vor unseren Augen sehen wir die stümperhaftesten Arbeiten, hier die einfachste Nietentechnik, wenn man sich nur mal an dem Fenster anschaut, wie die das zusammengeschustert haben, oder hier in der Großaufnahme nochmal, irgendjemand hat da unten so ein Blech hingemacht mit so einem Falz irgendwo, also ganz ehrlich, ich habe auch eine Schlosserausbildung gemacht mal als Elektriker, und wir haben da, wenn ich das abgegeben hätte, dann hätte ich gleich abreisen können wieder, ja? Das schafft ein Lehrling im ersten Lehrjahr besser, und das waren die bestausgebildetsten Ingenieure der Welt, die dieses Ding zusammengeschustert haben. Normalerweise müsste jeder so reagieren, aber offensichtlich funktioniert die Täuschung so gut, dass sich die Menschen nicht vorstellen können, dass das wirklich so passiert sein kann. Großes Problem, allergrößtes Problem, die Hitze. Auf dem Weg zum Mond hat sich ja dieses Raumgefährt gedreht, die sogenannte Barbecue Roll, das war am Anfang zu sehen, damit eben eine Seite nicht kälter, die andere Seite zu heiß wird. Nun, die Aufenthaltsdauer, Apollo 11, 21 Stunden, Apollo 17 insgesamt 3 Tage, 74 Stunden. Alle Angaben und Fotos zufolge erlebten die Astronauten auf dem Mond nie eine Mondnacht. Denn der Mond hat ja quasi einen anderen Tages-Nacht-Rhythmus, also ist 29,5 mal so lang. Das heißt, 708 Stunden standen die in der prallen Sonne. Eines dürfte aber die alle ein Problem gewesen sein, 130 Grad Celsius. Also wer schon mal im Sommer sein Auto angefasst hat, wenn das in der prallen Hitze steht, dann kann man das nicht lang aushalten, weil das sind bestimmt 60, 70 Grad. Ja? Und ich frage mich, was für eine Backofentemperatur das da drin gewesen sein muss. Und ich habe dann gesucht nach irgendwelchen Erklärungen und so weiter, weil mit Konvektionsabstrahlung geht es ja nicht. Da keine Atmosphäre da ist, die quasi über Wärmetauscher das abtransportieren kann, muss man das anders machen. Es gibt aber keine Erklärung, weil die hatten gar keine Kühlung eingebaut. Das heißt also, die hatten Technik damals zur Verfügung, um diese Hitze auszuhalten, und heute können die das nicht machen. Und jetzt die wichtigste Frage von allen: Wer war der Schauspieler, der Neil Armstrong gespielt hat? Ihr wisst es? Kennt ihr ihn? Nein, war er nicht. Das war Apollo 11. Und den einzigen Film, den Hollywood jemals in 1A-Qualität, also Premium-Schauspielerklasse gemacht hat, war genau die Mission, die nicht gelandet sein soll, nämlich Apollo 13. Die hatten das Problem auf dem Weg dahin, Houston, we have a problem, ihr erinnert euch ja. Und man hat es, erst 97 war der Film, also fast schon, sind 28 Jahre nach der ersten Mondlandung. Und jetzt bitte mal einfach die logische Frage, das größte Ereignis in der Geschichte der Menschheit, in der jüngeren Geschichte, Hollywood,
stürzt sich auf jedes Thema wie die Aasgeier, egal was es ist. Und das Thema hat man erst 30 Jahre später mal so angefasst. Und dann auch nicht die Mondlandung selbst, sondern die, die nicht stattgefunden hat. Weil, man hätte es gesehen, die technische Unmöglichkeit wäre quasi in dem Moment aufgefallen. Und jetzt versteht man auch, warum diese drei Astronauten in diesem Moment da sitzen, wie die Schulbuben, die gerade beim Clown erwischt worden sind. Wie sieht es aus? Schauen diese Jungs aus? Schauen die Jungs so aus, wie wenn sie gerade eben erfolgreich zum Mond und zurückgewandert sind? Oder sieht es aus, wie wenn die gezwungen worden wären zu lügen und sagen mussten, dass sie es tun? Und apropos, es gibt ja viele Leute, die wie ich permanent zweifeln, weil ich sage, das kann ja wohl nicht wahr sein, ich will die Wahrheit finden, ja? Soll es geben? Und die konfrontieren die Leute immer wieder mit diesen Vorwürfen. Und dann sieht man plötzlich ganz seltsame Reaktionen von den Astronauten. Hier zum Beispiel Edwin Aldrin. Sie sind ein Lügner und jetzt pass auf, jetzt, wenn die Jacke weg ist, wusch, der haut ihm mit der vollen Faust ins Gesicht und der sagt nur, können Sie die Hand auf die Bibel legen und sagen und schwören bei Gott, ich war auf dem Mond. Das ist John Young von Apollo 17. If you walked on the moon, we're given the opportunity to swear to God that you walked on the moon. I'm going to give you the opportunity to get the hell knocked out of you if you don't leave me alone. Well, I take your stuff and get the fuck out. Das ist Michael Collins, der Kommandopilot, der nicht auf dem Mond gelandet ist, sondern weiter rumgeflogen sein soll. Und der Typ, der daneben dran ist, das ist also schon auch ein nerviger Typ. Also der rennt denen seit Jahren hinterher und ich kann mir vorstellen, dass man als Celebrity, wie die Raumfahrer sind, irgendwann mal die Nase voll hat, wenn man ständig nur angequatscht wird. Aber warum reagieren die denn so drauf? Also summa summarum für die Frage, könnte die Mondlandung inszeniert gewesen sein? Die Wahrscheinlichkeit, ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie stattgefunden hatten, gering. Ich kann es nicht beweisen, aber allein von der Logik her glaube ich doch, das so weit gezeigt zu haben, dass wir davon ausgehen, da stimmt was nicht. Das bringt uns aber dann natürlich zur nächsten Frage, nämlich, wer könnte die Mondlandung inszeniert haben? Und jetzt fängt es richtig an, interessant zu werden. Da bin ich vor ein paar Jahren drauf gestiegen. Und hier stellt sich die Frage, wenn diejenigen im Hintergrund wirklich gezwungen waren, das zu fälschen, wen hätten die dann nehmen können? Einen vom Pentagon, einen vom CIA, die eigene Propagandaabteilung oder man schnappt sich einen Profi. Einen, der wirklich weiß, wie Filmhandwerk geht, vielleicht einen der Besten, vielleicht sogar den Besten der Besten. Und ab hier kommt Stanley Kubrick in das Spiel. Und diese ganze Thematik, Stanley Kubrick und die Mondlandung, die hat im Jahr 2002 einen unglaublichen Schub bekommen, als nämlich eine sogenannte Mockumentary aufgekommen ist. Ich saß damals bei Arte am Fernsehen und habe eine Stunde lang mit geöffnetem Kiefer am Boden dagesessen und dachte, ich höre nicht richtig, weil alte Astronauten von Apollo, die Regierungsmitglieder Alexander Haig, Sicherheitsberater vom Weißen Haus, Top-Level-Witnesses, lauter hochrangige Zeugen und die Witwe von Stanley Kubrick haben in dem Film alle gesagt, ja, wir haben das gefälscht. Und ich war da gesessen so, WTF ist die Abkürzung von heute, what the, ja? Und erst im Abspann, jetzt kommt's, im Abspann, also wenn die Outtakes kommen, wenn so der Abspann runterläuft, haben die Outtakes eingespielt, also Szenen von dem Film, was passiert ist. Und dann sieht man, dass die das alles nur eingesprochen haben. Diese Protagonisten haben sich versprochen, ach scheiße, ich habe den Text nicht merken können, ah, das musste rausschneiden und so. Also man merkt am Schluss, dass das alles nur eine Verarschung war. Und deswegen heißt das Ding auch Mockumentary, die grimme, preisgekrönte Mockumentary von William Carell. Und Mockumentary setzt sich zusammen aus den Worten to mock somebody, im Englischen jemanden reinlegen, aufs Kreuz legen, verarschen, und Documentary. Also das ist eine Dokumentation, die sich nur so verkauft als Dokumentation, aber in Wirklichkeit eine riesige Verarsche ist. Und man kann es nur erkennen, wenn man am Schluss quasi den Abspann anschaut. Und was passiert? Es bleibt die maximale Verwirrung zurück. Ich habe das bei Mitgliedern meiner Familie gemerkt, der Onkel meiner Frau, der hat sich mit Thema Apollo immer beschäftigt und ich habe ihn gefüttert mit Informationen. Als er das gesehen hatte, seitdem macht er einen riesen Bogen um dieses Thema, weil er es nicht mehr auf die Reihe kriegt. Was ist da gerade passiert? Die haben doch gerade gesagt, das und jetzt doch nicht und was soll das? Und ich glaube, das war ein psychologisches Projekt, um quasi, wie sagt man,
eine Wahrheit versteckt man am besten zwischen zwei Lügen, aber du kannst es genau andersrum machen. Eine Lüge kann man am besten zwischen zwei Wahrheiten verstecken. Also man hat da wirklich viel rausgelassen in diesem Thematik, aber dann vermischt mit allem anderen und was bleibt, ist wirklich die maximale Verwirrung. Aber seitdem hat das Thema natürlich wirklich Fahrt aufgenommen und wenn wir uns die Geschichte von Stanley Kubrick einmal anschauen, dann kann ich jetzt als Filmfreak oder bin Filmfan einfach, ich liebe Filme, ich bin Cineast mein Leben lang schon, ich habe bestimmt tausende Filme schon gesehen und wenn ich sage, Stanley Kubrick ist ein guter Regisseur, dann liege ich da falsch, weil in meinen Augen ist es wahrscheinlich der größte Filmemacher aller Zeiten. Vergleichbar mit James Cameron von heute, aber der hat in seiner Zeit 13 Filme gemacht in 46 Jahren, wo viele als filmische Meisterwerke behandelt werden. Ja, zum Beispiel Spartacus damals angefangen oder Clockwork Orange, Full Metal Jacket und so weiter. Und dieser Mann, der war sozusagen ein filmisches Ausnahmetalent. Höchst brillant, IQ von 170. Und warum sollte sich dann eben so ein intelligenter Mensch für diesen Betrug hergeben? Wurde er vielleicht gezwungen? Wurde er verführt? Wir können es mit Sicherheit nicht sagen, aber wir können davon ausgehen, dass alles ungefähr 1963 angefangen haben muss, also nämlich kurz vor der Veröffentlichung von diesem Film, von Dr. Seltsam oder Wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Und das ist eine schwarze Komödie in Zeiten des Kalten Krieges. Und das hat nämlich damals einiges ans Tageslicht gebracht, was bis dahin unter Verschluss gestanden ist. Mit diesem Film hat Stanley Kubrick nämlich gezeigt, dass er wirklich einer der besten Filmemacher aller Zeiten war. Das Pentagon war überhaupt nicht glücklich über diesen Film, weil die brutalen Generäle, die da dargestellt worden sind, eben einen Atomkrieg auslösen und die werden da wirklich nicht im besten Licht gezeigt und deswegen hat Kubrick auch keine Erlaubnis bekommen, eine B-52 selber als Filmutensil zu bekommen. Das Drehbuch alleine hat das Militär schon davon überzeugt, dass dieser Film eben gefährlich sein könnte und Stanley dann dadurch den Ruf vom Pentagon auch beschädigen würde. Aber die haben vor der Veröffentlichung den Film gesehen und haben gesehen, mit was für einer Technik der da gearbeitet hat. Und vor allem die Originalaufnahmen von der B-52, die hat der nachgebaut aus Fliegerzeitschriften. Also der hatte keinen Zugang zu dieser Technik, sondern hat sich nur Vorlagen gegeben und hat dann so ein perfektes Abbild geschafft. Und vielleicht sieht es jetzt für uns primitiv aus, aber für 1964, 63, 64 war das wirklich State of the Art, diese Technik. Das war heute lächerlich, aber damals musste es die Leute wirklich davon überzeugt haben, okay, ein Mann mit so wenig Budget und so wenig Know-how von den echten Sachen, der das so inszenieren kann, den machen wir. Und da gibt es natürlich diese berühmte Szene, wo Major Kong, der Kommandant von dem Bomber, auf dieser Atombombe sitzt, auf der Wasserstoffbombe sitzt und plötzlich, zack. Hey, what about Major Kong? Ein großartiger Film. Ein großartiger Film, der natürlich in einem Atomkrieg endet und die Generäle dann versuchen, das Ganze wieder einzufangen. Also das hat auf jeden Fall viele Leute sehr aufgeschreckt und man ist irgendwann dann an ihn angetreten. Also das ist jetzt alles Bereich der Spekulation, okay? Also das ist, wird unscharf hier. Ich verlasse den journalistisch sauberen Bereich, sondern wir bewegen uns hier in dem Bereich der Spekulation. Das ist ganz wichtig. Aber wenn wir davon ausgehen, dass es wirklich so war, dass Kubrick derjenige war, dann ist man wohl Anfang 64 an ihn rangetreten und hat ihm eben ein Geschäft vorgeschlagen, das er kaum ablehnen könnte. Und er hat einen Pakt mit dem Teufel geschlossen, wie er später gemerkt hat, sprichwörtlich sozusagen. Das Pentagon hat diesen Dr. Seltsam gesehen und war wirklich von dem technischen Genie von Kubrick beeindruckt und jetzt wussten sie, der kann dieses große Problem lösen. Wie bringen wir bis zum Ende des Jahrzehnts, wie Kennedy es gesagt hat, einen Astronauten hoch und wieder zurück vom Mond? Jetzt aber, wie konnte man so einen Mensch davon überzeugen, dass er das macht? Mit Geld alleine vielleicht? Oder sie haben ihn gekauft, nicht mit Geld, sondern mit der Möglichkeit, Filme zu drehen, und zwar ohne Einschränkungen vom Produzenten oder Studio. Er konnte also tun und lassen, was er will in Zukunft, wenn er die gewünschten Bilder von Apollo abliefert. Also die ultimative Freiheit für einen der genialsten Filmemacher aller Zeiten. Und auf dieses Spiel hat er sich eingelassen.
So wird es wohl passiert sein. Denn von 1964 bis 1968, also 4 Jahre, zeitgleich mit dem Apollo-Programm, mit dem Höhepunkt des Apollo-Programms, ist ein Film entstanden, der bis heute als einer der bedeutendsten und besten Filme aller Zeiten gilt. Wer kennt A Space Odyssey? Darf ich das mal? Okay, das ist jetzt nicht mal die Hälfte, muss ich sagen, okay? Dann kommen wir noch gleich drauf, ja? Also in meinen Augen ist es der beste Film, der je gedreht worden ist. Ich werde viel darüber erzählen. Was wirklich außergewöhnlich ist, ist die 4 Jahre Produktionszeit. Also Herr der Ringe 2001, von 99 bis 2001, die hatten 18 Monate Drehzeit. Das war einer der längsten Drehs, die es überhaupt gab. Normalerweise sind Produktionen zwischen 30 und 60 Drehtagen, die nacheinander gemacht werden. Aber der hat 4 Jahre an diesem Ding gearbeitet. Und 2001 basiert eben auf einer Kurzgeschichte, die Kubrick zusammen mit Arthur C. Clarke geschrieben hat. Das ist ein Science-Fiction-Autor. Im März 1964 hat er ihn angeschrieben und hat in einem Brief die Frage gestellt, so, wir wollen mal einen richtig guten Science-Fiction-Film drehen. Und die Antwort war, ja, das ist schon lange überfällig. Und so haben die beiden ein Kunstwerk geschaffen, das eigentlich mehr an ein Ballett erinnert als an Film. Es hat kaum Text in den ersten 25 Minuten und in den letzten 22 Minuten findet kein Text statt. Über weite Strecken wirklich ganz ästhetisch wie eine Theaterinszenierung. Und das ist eigentlich nicht das, was man heute unter Science Fiction versteht, aber es wird wirklich seit 45 Jahren als unerreichter Höhepunkt des Genres gefeiert. Steven Spielberg hat in einem Interview mal gesagt, dieser Film war für ihn und viele in seiner Generation der filmische Urknall. Also der Grund, warum Steven Spielberg Filme macht, ist dieser Film gewesen. Und in diesem Film hat Kubrick also wirklich futuristische Sets gebaut, die heute noch zeitgemäß erklingen. Wenn man die anderen Serien anschaut, wie Star Trek, Star Voyager, Star Wars und so weiter, dann ist es nicht viel weiter wie das, was er 1968 schon abgeliefert hat. Ein Set-Design, das seinesgleichen wirklich gesucht hat. Die Mondstation, hier kurze Aufnahme vom Filmset, wurde immer fleißig gewischt, wie ich da gerade sehe, hier der an der Seite. Da. Und die Aufnahmen, die der da gemacht hat, das hat also dafür gesorgt, dass der Hype, sagt man im Englischen, also die Aufregung um die Mondlandung wurde durch diesen Film erst so richtig angetrieben. Also diese Kulmination auf das Apollo-Mondprogramm hin, auf den 69 hin, das wurde durch diesen Film wirklich, wirklich so vorangetrieben. Und jetzt guckt mal, was der hier den Astronauten auf den Tisch gelegt hat. Für uns liegt da einfach ein Tablet-PC auf dem Tisch. Ja? 1968 gab es diese Technik nicht. Das heißt, die haben da in der Kulisse unten einen Röhrenmonitor eingebaut, mit einem flachen Bildschirm oben, und er hat so ein Genie gehabt, dass der das schon antizipiert hat, dass wir in der Zukunft irgendwann mal flache Bildschirme so auf dem Tisch liegen haben. Mein iPad, mein iPod und so weiter. Also der Mann war ein Visionär und er hat also Sets gebaut, unter anderem dieses Set hier in den Pinewood Studios in England wurde das gedreht. Ich zeige euch gleich einen Ausschnitt, was die mit diesem Ding gemacht haben. Der Film spielt ja in einem Teil in einem Raumschiff, das sich quasi in sich dreht, um über die Zentrifugalkraft Schwerkraft zu simulieren. Und er hat ein Set gebaut, wo quasi in einem stehenden Raumschiff dieses Ding simuliert worden ist. Und man sieht also oben rechts den Astronauten in dieser Filmaufnahme, wie er quasi einmal in diesem Raumschiff komplett rumläuft. Und die Illusion ist wirklich perfekt. Man denkt, er ist im Weltall. Er läuft einmal komplett außen rum. Und unten links ist quasi die Darstellung, ein Bild, das sich ständig wiederholt, deswegen springt es so, wie er das wirklich gemacht hat. Und das gab es noch nie. Also Kubrick hatte Möglichkeiten, durch sein Genie, aber auch durch die Mittel, die ihm zur Verfügung standen, ein Set aufzubauen, das alles bisher Dagewesene in den Schatten gestellt hat. Und der Film selbst hat ja 4 Abschnitte, der Beginn der Menschheit, die Reise zum Mond oben, die Station bei Clavius, dann der Weg zum Jupiter und dann das darüber hinaus. Und dieser Film beginnt quasi damit, dass eine Gruppe von Affen, Vorfahren des Menschen, plötzlich in Kontakt kommen mit so einem Monolithen und daraufhin sich der Film entwickelt, weil quasi das der Beginn der Menschwerdung war. Also hier ein Monolith hat die Menschwerdung angeregt. Und Kubrick hat nicht nur diese Sets gebaut, sondern er hat ein Verfahren angewendet, was damals wirklich das Beste war, was es gab. Und das Ganze nennt sich Front Screen Projection. Das bedeutet, er hat ein technisches Verfahren angewendet. Das müsst ihr euch ungefähr so vorstellen. Es gibt hier einen Projektor, der ein Dia
auf eine halb verglaste oder halb verspiegelte Scheibe wirft. Das ist dieser Diaprojektor, der auf diese Scheibe hier etwas projiziert. Und von der Seite von oben ist es verspiegelt und das heißt, das Dia wird auf diese Seite hin projiziert. Okay? Das heißt, der schmeißt ein Dia auf die Wand, so oben wie der Schmetterling. Jetzt steht dann eine Figur davor und diese Figur in Kombination mit dem Schmetterling da hinten wird gefilmt von der Kamera, die hinter diesem Spiegel steht, weil in dieser Richtung ist er nämlich durchlässig. Sprich, die Kamera filmt die Komposition von Hintergrund und Vordergrund. Und das muss dann noch perfekt ausgeleuchtet werden, perfekt ausgerichtet werden im 90-Grad-Winkel. Und so hat man also die Illusion davon, dass quasi ein Objekt in einer weiten Landschaft steht. Das Ganze befindet sich aber in der Studiokulisse. Und man sieht immer in diesen Aufnahmen von 2001 eine Linie, die sich quasi von Studio-Deko durchzieht zur Hintergrund-Deko. Man kann das, wenn man es weiß, wo man hinschauen muss, kann man es genau erkennen. Hier hört die Bühnenkulisse auf und hier hinten fängt quasi die Leinwandkulisse an. Und das war mit das größte Set, das jemals gebaut worden ist, oder nicht jemals, bis damals gebaut worden ist, wer Avatar kennt. Hier hinten das Material, das war sogenanntes Scotchlight. Jeder, der Kinder hat und die haben so Schulranzen mit diesem Reflektormaterial, Sportkleidung mit Reflektor, hat quasi dieses Material höchst reflektierend mit kleinen Glaskristallen und so weiter. Also alles, was da drauf tritt, wird reflektiert. Und jetzt kommen wir zurück zur eigentlichen Thematik, sprich, wie hat Stanley Kubrick das geschafft, quasi mit dieser Technologie auf dem Mond mehr oder weniger oder uns die Mondbilder zu liefern? Man findet auf diesen Bildern immer diese Separationslinie. Wenn man genau weiß, wo man hinschauen muss, ist es grobkörnig und dann wird es plötzlich feinkörnig. Immer erkennbar an diesen feinen Trennlinien. Wer nicht weiß, wo er hinschauen muss, kann es auch nicht erkennen. Kulisse. Erstaunlicherweise hatte er wohl am Anfang noch nicht diese Technologie perfektioniert, weil Apollo 11, 12 und 14, 13 ist ja offiziell nicht gelandet, hat man die Mondfotos ohne Hintergrund. Es gibt also keinen Hintergrund bei den ersten drei Mondlandungen. Und dann kam Apollo 13. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, war das vielleicht der Grund, dass man etwas inszenieren musste, bis die Technik soweit war, damit es nicht so auffällt, die Fälschung. Und dann hat man bei 15, 16 und 17 plötzlich im Hintergrund diese Mondberge gehabt. Und dabei haben die dann eben die Hintergründe offensichtlich ein paar Mal ausgetauscht. Wie wir vorhin gesehen haben, zwei Missionen, gleicher Hintergrund. Das war das gleiche Dia, das eingelegt worden ist. Und so kommen wir zu der Erklärung von diesen ikonischen Bildern. Das war nicht irgendein Astronaut, der da jetzt hier so mal Pi mal Auge so, wird schon passen, irgendwie so, sondern es war der Meister aller Meister. Das mitgrößte filmische Genie, das es jemals gab, das die perfekte Komposition von diesen Bildern gemacht hat, die sich in unserem Kollektiv eingebrannt haben wie nichts anderes. Stanley Kubrick war mit aller großer Wahrscheinlichkeit derjenige, der diese Simulation durchgeführt hat. Und das bringt natürlich eine ganze Reihe von Fragen auf. So, warum hat er das gemacht und wie ist er damit umgegangen? Nun, es gibt einen Dokumentarfilm, den habe ich mir vor ein paar Jahren mal geholt von einem Jay Whitner, Beyond the Infinite, Kubrick's Odyssey. Gibt es leider nur im Internet zu sehen, also nicht im Internet, sondern nur zu kaufen. Und da gibt es einen Punkt und der heißt Room 237, Raum 237. Und ich mache es, also das ist ein Dokumentarfilm über 1,5 Stunden. Ich versuche das mal auf 5 Minuten zu pressen. Dann könnt ihr euch aber vorstellen, wie viel Material es dazu gibt, zu diesem Thema. Stanley Kubrick kam mit diesem schlechten Gewissen nicht klar. Sein Intellekt, sein moralischer Kompass hat ihn gezwungen, das Ganze doch öffentlich zu machen. Und er hat es auch öffentlich gemacht, und zwar in versteckten Botschaften in einem Film. Und dieser Film heißt The Shining von 1980. Das klingt jetzt im ersten Moment total bizarr. Ich weiß, wie sich das anhört. Ich habe im ersten Moment auch so reagiert, so nach dem Motto, ja, ich kann ja auch in der Anzahl der Zaunpfosten bei meinem Nachbarn irgendeine Verschwörung interpretieren. Das geht ja auch. Ja, so. Denkt man zu leicht, am Anfang vielleicht. Aber wenn wir uns die Geschichte einmal anschauen, wer den Film noch nicht gesehen hat, es geht quasi um einen Mann, Jack Torrance, gespielt von Jack Nicholson, der einen Auftrag bekommt, in einem Hotel in den Bergen für den Winter quasi der Caretaker zu sein. Derjenige, der aufs Haus aufpasst in der Winterpause, wenn alle Bediensteten weg sind. Er muss also ein halbes Jahr aufs Haus aufpassen und nimmt seine Familie mit. Und er ist Schriftsteller und will da schreiben. Danny Torrance,
gespielt von Danny Doyle, ist sein Sohn und seine Frau Wendy ist mit dabei. Wir müssen verstehen, dass Kubrick diese Geschichte von Stephen King, den Roman von Stephen King, The Shining, so umgeschrieben hat, dass quasi die zwei Charaktere in dem Film, der Vater und der Sohn, zwei unterschiedliche Aspekte von sich selbst sind. Also sprich, die eine Seite pragmatisch, rational, Geschäftsmann, ich mache diesen Deal, ich bin da dabei, ich habe dann Möglichkeiten ohne Ende in meinem Leben, ich kann das machen. Und die andere Seite war eben emotional, impulsiv, träumerisch, der kleine Sohn. Aber es sind beides die gleichen Teile seines Wesens. Und zu Beginn des Films geht Jack Torrance zum Overlook Hotel Manager und der Manager sieht aus wie John F. Kennedy. Der Schauspieler hat ein Toupet auf, er hat einen rot-weiß-blauen Anzug an, symbolisiert quasi die amerikanische Regierung. Auf dem Schreibtisch und auf dem Hintergrund stehen zwei Adlerfiguren. Die Raumfähre Apollo 11 hieß Eagle, The Eagle Has Landed. Und man kann in diesem ganzen filmischen Setup ungefähr noch 10, 15 andere Hinweise darauf finden, auf diese quasi Anspielung. Und dann gibt es einen Raum in diesem Film, der sogenannte Raum 237. So heißt auch ein Dokumentarfilm zu diesem Thema. Und in der Originalversion von Stephen King war das der Raum 217. Stanley Kubrick hat das verändert, diese Zahl, weil nämlich nach Dictionary der durchschnittliche Abstand von Erde zu Mond sind 237.000 Meilen. Also sprich, Raum 237 ist der Code für die Setup der Apollo-Mondlandung. Das ist quasi das versteckte Hollywood-Setup oder wo er das auch immer gedreht hat, um das quasi zu inszenieren. Und es gibt hier einen Ausschnitt, so mit makabrer Musik. Der kleine Junge spielt Horrorfilmmusik. Und plötzlich kommt aus dem Raum heraus die Kamera auf ihn zu. Und es kommt ein Ball auf ihn zugerollt. Und der kleine Danny steht auf und schaut, was auf seinem Pulli steht. Apollo 11, USA. Dieser kleine Junge sitzt in einem Teppich, der eine ziemlich große Ähnlichkeit hat mit der Startrampe 39A, wo die Apollo-Mondlandung gestartet ist. Und auch die Fahrzeuge sehen aus wie von der Größenverhältnis ungefähr so 100 Meter hohe Rakete, der kleine Junge und die Fahrzeuge drumherum. Und der kleine Junge, der aufsteht, ist quasi der Hinweis von Stanley Kubrick, ich habe das gemacht. Der naive Teil von mir, der sich kaufen hat lassen, der so gutgläubig war, dass das keine Konsequenzen haben könnte, der hat sich auf das eingelassen. Und im Raum 237 hat das Ganze stattgefunden. Und der kleine Junge geht in diesen Raum hinein, in dem Film, und kommt zurück. Und seine Mutter, hier gespielt von Shelley Duvall, kommt raus und plötzlich hat er Würgemale am Hals und sein Pulli, sein Apollo-Pulli ist zerrissen. Seine Mutter will wissen, was von ihm was passiert ist, aber jetzt spricht er nicht mehr drüber, was in dem Raum passiert ist. Kubrick wurde quasi zum Schweigen verurteilt und durfte über den Mondfilm nichts sagen, aber seine Frau hat es mitbekommen. Und das hat er auch in diesem Film verarbeitet. In einer der Schlüsselszenen findet Shelley Duvall heraus, dass ihr Mann, der den ganzen Film über geschrieben hat, hunderte von Seiten geschrieben hat, aber immer nur den gleichen Satz. All work and no play makes Jack a dull boy. Auf übersetzt, nur Arbeit und kein Vergnügen machen aus Jack einen gelangweilten Jungen. Hunderte Seiten. Stanley Kubrick hat damals verlangt, dass die 400 Seiten wirklich geschrieben worden sind, nicht nur die drei Seiten vorne, sondern das war so ein Perfektionist, der hat Shelley Duvall eine Szene 60 Mal machen lassen, dass sie wirklich diesen panischen Ausdruck hatte. Also es war ein Pedant, eigentlich ein Tyrann am Set. Aber er hat diese Botschaft versteckt, nämlich A, all, getrennt, heißt A11, Apollo 11. Apollo 11 ist nur Arbeit und kein Spaß und macht aus mir einen total gelangweilten Jungen. Und die Frau steht für Stanley Kubricks Frau, Christiane Kubrick, die das alles mitbekommen hat. Jack selber, der Hauptdarsteller, geht dann in diesen Raum 237 hinein und er sieht vor sich eine Frau, eine nackte Frau in einer Dusche, eine wunderschöne, schlanke, junge Frau, die auf ihn zukommt,
nackt, verführerisch, und er fängt an, sie zu küssen, und plötzlich sieht er, wie vor seinen Augen diese junge Frau sich in eine alte, verfaulende, hässliche Hexe verwandelt, und er geht zurück und flüchtet. Also das ist die grobe Story. Kubrick hat Dutzende Hinweise in diesem Film verpackt, man muss das wirklich 1,5 Stunden auseinandernehmen, um uns zu zeigen, ich habe das gemacht. Und das Abschlussbild aus diesem Film ist quasi ein Kameraschwenk über eine Bildergalerie in dem Overlook Hotel, und die Kamera hält inne an einem Abschlussbild, und man sieht, das ist der Juli, irgendein Ball im Juli 1921, ein altes historisches Bild, und Jack Nicholson ist im Zentrum unten hier an diesem Bild. Und was auffällt, wenn die Kamera drauf reinfährt, ist, dass Jack Nicholson, Jack Torrance, in der Hand einen kleinen Zettel hat. Und hier hinten ist jemand, der mit seiner Hand versucht, ihm diesen Zettel wegzunehmen. Der letzte Hinweis: ich weiß es, aber ich darf es nicht sagen. Und diese Geschichte hat sich natürlich im Internet verselbstständigt. Es gibt ein Meme, es gibt mittlerweile Dutzende Filme und Beiträge, in Serien wird es immer wieder aufgenommen, in Werbungen und so. Ich möchte nur noch eins dazu sagen. Kubrick hat am Schluss noch einen Film gedreht, 1999, Eyes Wide Shut, mit Nicole Kidman und Tom Cruise. Da geht es um Logen, um Geheimbünde, um Sexualrituale und so weiter und so fort. Und er hat vertraglich mit Warner Bros. Festgelegt, er ist ja schon vorher gestorben, im Anfang 99, Februar 99 war sein Todestag, er hat gesagt, es muss am 16. Juli 99 veröffentlicht werden, dieser Film, vertraglich festgelegt. Und das ist der 30. Jahrestag des Starts von Apollo 11. Also es gibt genügend Hinweise darauf, zum einen, dass Kubrick das gefälscht hat, und zum anderen natürlich auch, dass er uns davon etwas mitgegeben hat. Aber das bringt uns am Schluss noch auf die alles entscheidende Frage: warum wurde das Ganze gefälscht? Das ist die eigentliche Conclusio. Ich habe heute den ganzen Tag noch an diesem Gedanken gearbeitet, weil ich euch etwas mitgeben wollte, warum das eigentlich passiert ist. Warum sollte es überhaupt gefälscht sein? Ja? Zum einen, ich glaube, das habe ich genügend dargelegt, weil die Technik der 60er Jahre dazu einfach nicht in der Lage war. Punkt. Da müssen wir einfach nicht drüber reden. Wenn wir erst 2015 das reproduzieren konnten, muss ich nicht drüber streiten, ob das 1969 möglich war. Es gibt so viele Ungereimtheiten auf den Bildern, das geht einfach nicht. Das Mondlandungsprogramm hat aber vor allem eines, und zwar hat es von den großen Problemen abgelenkt, die in Amerika damals stattgefunden haben. Die Ermordung von John F. Kennedy 1963, der das Programm ja selber angestoben hatte. Lyndon B. Johnson hat unmittelbar, nachdem er die Nachfolge angetreten hat, den Vietnamkrieg eskalieren lassen und hat weiter Truppen nach Vietnam geschickt. Die Eskalation hat immer mehr Todesopfer gefordert bei den GIs als auch bei den Menschen in Südasien, Korea, Indonesien und so weiter. Dann 1968 wurde der Bruder von Kennedy ermordet und auch Martin Luther King. Das hat zu massiven Protesten geführt und es kam zu einer wirklichen Welle von Gewalt in diesem Land. Und wer wirklich die jüngere amerikanische Geschichte aufmerksam studiert, und das mache ich seit vielen Jahren, der wird schnell merken, dass die 60er Jahre ein wirklich wildes und auch gewalttätiges Jahrzehnt waren. Und ohne das Mondprogramm wären die wirklich zu einem Desaster geworden. Ich möchte kurz ein Zitat vorlesen aus einem Buch, wo ich auch viel recherchiert habe für den Vortrag Lügen im Weltraum von Gerhard Wisniewski. Tolles, tolles Ding. Und der hat geschrieben: die fortgesetzten Rassenunruhen und Diskriminierungen von Schwarzen wiesen darauf hin, dass die Vereinigten Staaten ganz im Gegensatz zu dem Image, das sie durch die bemannte Raumfahrt von sich schufen, in Wirklichkeit ein rückständiges und rassistisches Land voller Mythen, Vorurteile und archaischem Hass waren. Es drohte die Erkenntnis, dass der amerikanische Traum in Wirklichkeit ein Albtraum aus Unterdrückung, Feindseligkeit und Krieg war, sowohl im Innern als auch nach außen. Und da kam es doch gelegen, dass mit Apollo plötzlich alles vergessen war. Die Welt war im Freudentaumel, was interessieren da ein paar Millionen tote Vietnamesen? Das scheint ja heute auch niemand zu interessieren in Bagdad und so weiter. Aber ich frage mich seitdem immer, warum es für so viele Leute so einfach ist, getäuscht zu werden, warum dieses Thema nicht aufgegriffen wird, warum die ganzen Ingenieure bei der NASA und bei der ESA das nicht aufgreifen. Und hier müssen wir, glaube ich, Professor Rainer Mausfeld bemühen mit seinen psychologischen Erfahrungen, der da spricht von das Schweigen der Lämmer, Verhaltenspsychologie, Massenpsychologie, Angst vor sozialer Isolation und so weiter. Also das kann durchaus einer der Gründe sein, aber es gibt einen wirklich noch entscheidenden Punkt, einen vielleicht noch anderen Punkt, der für mich die Hauptmotivation war, diesen Vortrag überhaupt zu machen. Kommen wir bei dem Gedanken nochmal zurück zu unserem Space Odyssey.
Der Film beginnt mit einer langen Sequenz, wo die Affen leben und dann plötzlich taucht dieser Monolith auf und dann gibt es einen Filmschnitt. Das ist quasi der Beginn der Intelligenz des Menschen und plötzlich sind die Menschen im zweiten Teil des Films auf dem Mond, auf der Mondstation Clavius, wird ein vergrabener Monolith entdeckt. Genau der gleiche wie am Anfang des Films. Das heißt, eine höher entwickelte Rasse hat auf dem Mond etwas vergraben. Wenn die Menschheit dann soweit ist, technologisch das zu entdecken, dann geht der Film in die nächste Ebene. Und die versuchen, diesen Monolith zu erforschen. Und beim ersten Kontakt eines Forschers mit diesem Satellit sendet dieser Monolith, sendet er ein Signal aus und dann springen wir in den nächsten Teil des Films, nämlich zum Jupiter. Der größte Teil des Films handelt in diesem Raumschiff, wo auch dieses Schwerkraftdings war und so weiter. Und hier fängt die Handlung an, so richtig Lauf aufzunehmen, nämlich da kommen die dann auf die Spuren von noch größeren Monolithen in der Nähe von Jupiter, also Spuren einer höher bewussten Intelligenz. Und der Schluss des Filmes, freut euch drauf, wenn ihr es noch nicht kennt, ist quasi mit so die Erklärung für uns Menschen. Was könnte das bedeuten? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Also die wichtigste Entdeckung überhaupt. Deswegen für mich der bedeutendste Film schlechthin. Wenn ihr ihn gesehen habt, werdet ihr es verstehen. Man muss ihn verstehen, um überhaupt das gesamte Bild zu verstehen. Ja. Aber vielleicht hat uns Kubrick noch einen ganz anderen entscheidenden Hinweis damit gegeben in diesem Film. Nämlich, Kubrick wurde eben nicht engagiert, um die Mondlandung zu fälschen, sondern Apollo wurde inszeniert, um uns den Mond als leere Staubkugel zu verkaufen. Dort gibt es nichts, Staub, keine Atmosphäre, kein Wasser, kein Leben. Wir waren dort, jetzt wissen wir es, basta. Was aber, wenn das nicht stimmt? Was wäre, wenn der Mond gar nicht unbewohnt wäre? Was würde es für uns bedeuten, wenn wir plötzlich diese Realität entdecken? Apollo war meines Erachtens eine Bühnenshow, um uns von der Wirklichkeit abzulenken. Wir Menschen sollen nicht wissen, was dort oben vor sich geht. Und das Stichwort heißt Breakaway Civilization. Da gab es Konferenzen schon 2014 in Kalifornien darüber. Wer das Thema näher ergründen möchte, dem empfehle ich diese beiden Sendungen. Bei mir mit Frank Jacob, der übrigens beim nächsten Kongress hier sprechen wird, über das, was auf Mond und Mars passiert. Und auch Peter Denk, Elektroingenieur, der hat da sehr tolle Sachen gemacht. Die Erde ist ein Goldfischglas. Und wir sind die Goldfische, die da drin sitzen und quasi uns überlegen, ob es da draußen noch etwas gibt. Das ist die Conclusio dessen, was ich euch heute mitgeben möchte. Und an dieser Stelle bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Eigentlich danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars.